Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Koali und zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute eine Runde Chroniken der Engel. Da, noch ist es nicht eingepackt für die Nerdcon. Und heute mit dabei, in frischer Reihenfolge, Moment, das muss ich neu durchwürfeln. Hotney als Inariel. Hallo. Aua. Und Lokis Vibe als Lyriel. Hallo. Und Yamera als Liberiel. Hallo. Und der D-Rex als Daniel. Hallo. Und last but not least, Feder als Cetariel. Ja, wir spielen wieder eine Runde in der Zukunft, in der fernen Zukunft Europas nach der Apokalypse, nenne ich sie mal. Die Menschheit ist in einen mittelalterlichen Zustand zurückgefallen. Europa ist heimgesucht durch mehrere Krankheiten und Naturkatastrophen. Bedrängt durch die Traumsaat des Herrn der Fliegen, insektenartige Monstren, die die Menschheit bedrohen. Und Europa wird beherrscht und geschützt durch die Angelitische Kirche, eine kirchliche Gruppierung, die sich die Hilfe der wahren göttlichen Engel versichern kann. Die Menschheit schützen vor dem Herrn der Fliegen. Und unsere kleine Engelschar aus einer typischen Engelsordenfamilie zusammengestellt. Liberiel als Wissenshüterin, Daniel als Todesengel, Cetariel als die Stimme der Schar und Anführerin, Inariel als Hüter der Wege und Lyriel als Heilerin. Und sie alle haben einen Auftrag bekommen, sie sollen aus Roma Aeterna, dem heutigen Rom, in das weit entfernte Raguelsland fliegen, das heutige Skandinavien, und dort in der Nähe des gefallenen Engelhimmels der Raguelliten, das durch ein Fegefeuer vernichtet worden ist, also der durch ein Fegefeuer vernichtet worden ist. Dort sollen sie in der Nähe einen Stützpunkt der Kirche errichten und dafür sorgen, dass die Menschheit wieder in den Schoß der Kirche zurückkehrt. Denn es gehen Gerüchte dort um, dass seit dem Fall des Himmels die Menschen dort abgefallen sind und ketzerischen Gedanken nachgehen. Tja, dafür mussten einige Vorbereitungen getroffen werden, aber die Engel sind losgeflogen, haben die Adria überquert und sind am Fuße der Alpen nochmal in einem kleinen Dörfchen gewesen, haben dort die Sitten der Menschen kennengelernt, haben denen beigewohnt, haben einen kleinen Jungen seiner Spielsachen beraubt, die er gefunden hat in einer Höhle. Und haben ihm ein schlechtes Gewissen eingeredet. Wir haben ihn davor bewahrt, ein Ketzer zu werden, ja? Verdreh hier mal nicht die Tatsachen, du Ungläubiger. Genau genommen hat unsere Michaelitin ihn bedroht. Wir brauchen einen neuen Erzähler, der fällt dem Ketzertum am Hallen. Ja, und dann sind sie, nachdem sie diese vorsinnflutliche Höhle begutachtet haben, mit den ganzen Artefakten aus der vorsinnflutlichen Zeit darin und ketzerischen Büchern und Bildern und allem möglichen anderen Zeug, haben sie das einfach mal versiegelt, sodass keiner mehr rein kann, und haben dafür gesorgt, dass die Menschen da nicht mehr hingehen. Und dass ich möchte betonen, dass Cetariel einen Schädel mitgenommen und vorne hingelegt hat. Ja. Aufgeschmissen hat auf einen Schlag. Ja, dann haben sie dafür gesorgt, dass niemand den Wald betritt, der diese Höhle umgibt. Inariel hat dafür gesorgt, dass alle den Wald jetzt für heilig halten. Dann sind sie losgeflogen und wollten die Alpen überqueren
Und ja, als sie an einer Spitze eines Gebirgspasses angekommen sind, stellten sich ihnen eine Horde Traumsaat-Kreaturen entgegen, die ja einmal bekämpft werden mussten. Daniel hat sich da vorbildlich darum gekümmert. Immerhin ist er als Todesengel und Streiter des Herrn dafür geschaffen für den Kampf. Liberiel allerdings hat ein bisschen das Flugmanöver verschlafen, ist in ein Luftloch gefallen und musste erstmal gerettet werden, was sich schwieriger herausstellte, als es eigentlich sich anhört. Und das Ganze ist in einem ziemlichen Chaos und einem Kampf auf Leben und Tod geendet. Und auf Haaresbreite haben unsere Engel es nur geschafft, aus dieser Situation heil herauszukommen. Wir haben nie im Leben eine Lawine ausgelöst. Ja, alle sind auf irgendeine Art und Weise verletzt worden. Wir haben die Schar, glaube ich, verlassen, als Citariel und Liberiel von einer Lawine überrollt worden sind. Liberiel und Citariel haben sich so halbwegs herausgegraben. Lyriel sucht oben, weil sie nicht weiß, wo sie zuerst helfen soll. Mit ausgekugeltem Arm versucht sie, Liberiel rauszugraben aus dem Schnee. Inariel ist als letztes Manöver, hat eine Traumsaat-Kreatur im Fallen noch erledigt und ist dann mit voller Wucht in den Schnee reingeschlagen. Hat sich gerade noch so mit einem Flügelschlag abfangen können und die ganze Wucht nicht ganz seinen Körper zerfetzt. Aber von ihm haben wir sonst noch nichts weiter gehört. Mal gucken, was da passiert ist. Und das Letzte, was wir von Daniel gesehen haben, ist, dass er seinen Körper in Stein verwandelt hat und mit zwei Traumsaat-Kreaturen in die Bergkuppe eingeschlagen ist. Und ja. Traumsaat-Mus veranstaltet hat. Ja, das, ja. Und ihr habt jetzt eben gesagt, ich soll bei Lyriel anfangen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich meine, ergibt ja auch Sinn, ne? Weil im Grunde die beiden Mädels sind ja gerade unter der Schneedecke begraben und ich habe angefangen, nach ihnen zu graben und dabei festgestellt, dass meine Schulter ausgekugelt ist und sich damit nicht gut gräbt. Und im Grunde, ich fühle mich so ein bisschen wie die Maus im Gemischtwarenladen, die nicht weiß, wohin sie als erstes rennen und wo sie als erstes dran knabbern sollen, nur dass es bei mir leider nicht um Essen geht. Sondern eher darum, wen ich als erstes rette. Und wie gesagt, Lyriel ist halt gerade ziemlich verzweifelt am Schnee weggraben, bis sie merkt, es geht einfach nicht mit der Schulter. Und dann überlegt sie, okay, nein, Werkzeuge nicht dabei, die Pfanne, aber mit der Schulter, oh nein, das geht doch auch nicht. Und dann läuft sie irgendwie ein bisschen hin und her und ruft noch, haltet aus, Ja. Lyriels und, Worte und Lyriels Schluchzen hallen von den Berghängen wieder. Ein kalter, schneeiger Wind weht dein Gesicht und reißt an deinen Flügeln. Von irgendwoher hört man noch den Rest des Grollens von dem Einschlag des Engels mit den Traumsaat-Kreaturen gegen die nackte Felswand des Gebirgsspitze. Irgendwo fallen noch ein paar Splitter irgendwie vom Himmel irgendwie und graben sich in den Schnee. Irgendwoher weit weg, vielleicht so ein paar 100, 200, 300 Schritt, hört man irgendwas wimmern im Schnee. Und vor dir ist diese eisblaue, abgekühlte Hand, die sich gerade aus dem Schnee gegraben hat und weiter versucht, ihren Weg nach oben zu kriegen. Ja, ich kratze so ein bisschen von der Kraft, die ich überhaupt noch übrig habe, zusammen, greife die Hand und schicke halt so ein bisschen Wärme und Kraft runter. Und mehr kann ich gerade nicht tun. Oh nein. Ich versuche halt trotzdem irgendwie noch ein bisschen mehr Kraft zu sammeln und irgendwie mal von meinem Gürtel mir so ein Salbeiblatt abreißen, draufbeißen, um irgendwie so ein bisschen die Geister wieder zu beleben, sozusagen. Und dann erstmal schauen, oh nein, aber wir können hier nicht bleiben. Und würde mich halt umdrehen, um
zu Inaria zu gehen und dann, ja, auch wenn ich die Scrollen höre, irgendwie nochmal zur Bergspitze gucken. Was ist mit Daniel? Oh nein, ich kann auch nicht. Ja, da ist eine riesen Staubwolke, die sich jetzt irgendwie oben aus dem Fels herausschält und so langsam so den Himmel ein bisschen verdunkelt. Was mit Daniel passiert ist, keine Ahnung. Wenn du ein paar hundert Meter weiter Richtung Bergkuppe gehst, findest du dann dieses im Schnee einen tiefen Krater. Und am Fuße des Kraters ein wimmernder Inaril mit irgendwie verkrümmt aussehenden Flügeln. Also kannst du ja selber mal beschreiben, wie du da liegst. Ja, ich liege auf dem Rücken. Denn so bin ich ja auch runtergefallen. Ja, die Flügel ausgebreitet, weil ich immer versucht habe, mich noch abzufangen. Also tatsächlich ein Schneeengel. liegt da jetzt und es sieht eigentlich gar nicht so schlimm verkrümmt aus oder so, sondern vielleicht als würde er da einen Schneeengel machen wollen. Aber was das Schlimme ist, ist das linke Bein, das komplett den Schnee, der da drum ist, rot färbt. Und die Nariel sieht ein bisschen bleich aus und hat auch so die Augen, die Augenlider, die etwas flattern. Versucht irgendwie die Augen aufzuhalten, aber es scheint nicht so richtig zu gehen. Wie tief bist du im Schnee? Ich habe mich immer mal wieder abgefangen, also nicht sehr tief. Okay. Kommt man gut ran. Okay. Ja, weil Luriel ist ja schon ziemlich klein. Ja, oh nein, in Aria. Ich habe nichts mehr begraben, also liege ich relativ, bin wahrscheinlich irgendwie so einen halben Meter eingesackt oder so. Ja, in Aria? Ja. Oh, zumindest antwortest du. Ja. Nein, ich muss irgendwie an dein Bein rankommen. Oh, oh. Das Bein? Ich spüre das Bein nicht. Alles gut. Sei froh, dass du es nicht siehst. Ich. Ich muss die. Wo sind die anderen? Verschüttet und verschollen. Dann lass uns die suchen. Ich richte mich mal so ein bisschen auf, merke dann, dass sicherlich, wahrscheinlich ist nichts gebrochen durch das Abfangen aus dem Flug und auf das relativ weiche Aufkommen im Schnee, aber sicherlich überall geprellt und vielleicht was verstaucht oder so. Versuche ich mich so ein bisschen hochzudrücken und dann wieder zurück. Ich komme gleich. Nein, warte kurz. Es tut alles nur ein bisschen weh. Ja, ich drücke mich mal erstmal so auf die Ellbogen hoch. So. Ja, glaube ich dir. Guck erstmal gar nicht hin. Ja, ich sammle halt wirklich so meine allerletzte Kraft erstmal zusammen. Knie mich neben ihn und schließe einfach erstmal die Wunde, damit er aufhört, den Schnee da voll zu bluten. Ja, das wäre super. Und ja, man sieht halt so ein. Ja, durch den Schnee sieht man es halt noch besser, dass halt nicht nur diese schwarze Farbe von den Tattoos halt quasi ja, kurzendlich übergeht, sondern halt auch so ein goldenes Leuchten, das begleitet und ja, eine gewisse Wärme sich ausbreitet und die Wunde schließt und mehr kann ich erstmal nicht machen. Alles gut. Hey, ich drück mich dann mal hoch. Was ist mit dir? Ach, das ist nix, die Schulter. Also, wir müssen jetzt erstmal. Kannst du. Wie geht's deinen Armen? Die sind ziemlich blau. geht. Ich kann sie bewegen. Wir müssen Cetaria und Liberiel aus dem Schnee bekommen. Und eigentlich. Wir bräuchten eigentlich auch ein Lager irgendwo, wo wir ein Feuer machen und uns aufwärmen können. Ja, gut, kriege ich hin, alles gut. Wo ist Daniel? Ich setze mich dann erstmal auf. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn zuletzt gesehen, wie er. Und ich gucke so
in Richtung Bergspitze gefallen ist. Gut. In Ordnung. Lass uns erstmal die anderen ausgraben. Das ist wichtig. Ja, dann versuche ich mich mal aufzurichten. Das geht nicht so ganz gut, weil ich das linke Bein sicherlich immer noch nicht belasten kann, weil er einfach selbst dann, dass es jetzt wieder geheilt ist, wird da aber einfach wenig Blut drin sein. Es muss erstmal irgendwie alles wieder auftauen, aufwärmen, das Bein. Also werde ich das nicht belasten und dann so auf dem rechten Bein dann hoch mit den Flügeln, die auch so ein bisschen das Gleichgewicht halten. Gut. Ich schau mal nach meinem Bogen, den ich ja, ich bin ja mit allem abgestürzt. Oh nein, mein Bogen. Ich guck mal, ob es dem gut geht. Das ist ja auch irgendwie wichtig. Ja, der liegt ein paar Meter weiter irgendwie im Schnee. Ja, dann gehe ich erstmal dahin, heb den mal hoch, schau, ob er zerbrochen ist. Nee, der ist noch heil. Dann, ja, sehr gut. Ich lasse ihn erstmal liegen und humpel dann. Wohin? Wo sind sie? Ich nehme den unverletzten Arm. Da vorne ist Liberias Hand. Gut. Ja, dann humpel ich dahin. Ja, der Schnee ist pulverig, locker und knirscht unter deinen hinkenden Schritten. Fällt dir sichtlich schwer, schnell voranzukommen. Aber nach ein paar hundert Metern siehst du auch du diese blau eingefärbte Hand, die immer noch versucht zu graben, aber ist kein Schnee mehr da. Gut, dann greife ich sie erstmal. Halt sie fest, hier ist Inariel. Inariel? Ja, hier ist Inariel. Alles gut, ich fange jetzt an. Ich suche mir mal aus unserem Gepäck irgendwas, womit man buddeln kann. Ja, was habt ihr denn? Eine Bratpfanne auf jeden Fall. Und einen Kessel eigentlich auch. Vielleicht auch eine Schöpfkelle. Eine Schöpfkelle ist doch gut. Ja, dann grabt ihr. Dann fange ich da an zu graben, so neben der Hand. Ich grabe von unten. Und wenn ich sehe, dass du kannst ja gerade nicht, Lyriel. Sie spürt gerade keinen Schmerz. Sie hat alle Emotionen abgeschaltet, als sie zurückgekommen ist aus ihrer Kathedrale der Gedanken. Und du siehst tatsächlich diese verkrümmte blaue Hand, die tatsächlich gräbt. Sie muss unheimliche Schmerzen haben, aber sie spürt es halt nicht, weil sie alles abgestellt hat. Du hörst von unten nur immer wieder ganz dumpf, dass sie Zitariels Namen sagt und offensichtlich Gebete aufsagt, um irgendwie Zitariel wach zu halten. Gut, bleib ruhig. Und Lyriel? Ja? Such Daniel. Du kommst zurecht? Ja, natürlich. Und dann, ich knie mich hin und buddle. Die Schöpfkelle als meine Schaufel. Ja, ich schaue kurz und dann schaue ich in Richtung der Staubwolke und mache mich halt auf den Weg nach da, wo ich Daniel abfallen sehen. Und Daniel? Ja, wie ist denn Daniel da eingeschlagen? Was ist da mit ihm passiert? Daniel ist da halt wie so ein kompletter Körper aus Stein mit der Traumsaat draufgeprallt, hat die Traumsaat zwischen seinem Körper und dem Felsen zerquetscht und eigentlich dann nur diesen Hang weiter runtergerutscht, bis er dann irgendwie auf so einer Ebene aufgekommen ist und wird da erstmal nochmal so 5, 6, 7 Minuten auch als Steinstatue quasi verharrt haben, weil das halt auch alles sehr anstrengend war und dementsprechend auch die Zurückverwandlung anstrengend sein wird, hat sich dann zurückgewandelt und wird erstmal so diesen Hang so ein bisschen hinuntergetorkelt sein. Er ist ja gerade unbeobachtet, da ist das ja egal, ob man Schwäche zeigt. Würde dann wahrscheinlich, wenn Lyriel suchen geht, so auf halbem Weg auf sie treffen und dann, wenn er merkt, dass da von vorne irgendwas kommt, auch
halt wieder aufrechter gehen und ja, vielleicht halt, brummt ihm tatsächlich noch der Schädel irgendwie vom Einschlag oder so und hat leichte Gleichgewichtsprobleme, versuchst sich aufzurichten. Ja, Lyriel, weiß nicht, ob du das mitbekommen möchtest, wie noch irgendwie die Reste davon, wie Daniel sich, als er dich bemerkt, aufrichtet und versucht, gerader zu gehen, aber ich meine, grundsätzlich bin ich zwar eine Heilerin und ich werde es vielleicht höchstens so halb bemerken, weil einfach gerade so viel passiert ist. Und ich meine, ausgekugelte Schulter ist halt auch kein Spaß, ne? Und wie gesagt, gerade diese ganze Überforderung, das, ja, also sie wird es schon bemerken, aber halt auch, wie er sich aufrafft und ja. Daniel, was ist passiert? Ist alles in Ordnung bei dir? Mit mir ist alles in Ordnung. Wo sind die anderen? Unten. Was? Daniel, gib mir deine Hand. Daniel schaut mit hochgezogenen Augenbrauen zurück. Ich strecke halt oder ne, mit höchster Anstrengung gebe ich ihm so ungefähr, also halte ich ihm so ungefähr meine verletzte Hand. Bitte, Daniel, nimm einfach meine Hand. Okay. Daniel kann das nicht so ganz einschätzen, sieht aber, dass da Schmerzen mit im Gesicht sind und reicht ihr dann die Hand. Und jetzt die andere. Gib mir die andere. Und sie nimmt halt die unverletzte, also mit dem unverletzten Arm seine andere Hand, hält die quasi hier so hin. So, und jetzt bleibst du so stehen, okay? Egal was, egal wie es klingt, okay? In Ordnung? Okay, was hast du vor? Frag mich. Und Lyriel guckt zur Seite, beißt so ein bisschen in ihre Bluse und ruckt sich gegen Daniel, um seine Hand auszunutzen. Und es gibt so ein schmatzendes, knackendes Geräusch und du merkst halt einfach, dass der ja, eigentlich sowieso recht weiche Arm in deiner Hand sich seltsam ruckartig nach hinten bewegt und ja, Lyriel verbeißt sich wirklich richtig und merkst halt auch, dass ihre Hand deine wirklich kräftiger packt, als du erwartet hättest bei diesen labberigen Armen. Schreist du auch? Und es ist halt so ein oh, aber halt kein richtiger Schrei. Wie gesagt, ne, extra in die Bluse gebissen und sie kennt sich ja ein bisschen damit aus. Die gute Weißholzbluse. Ja. Die wird wahrscheinlich danach auch Löcher haben, aber das ist ja auch ziemlich egal. Ja, wenn Lyriel dann auch fester zupackt, stellt Daniel bei sich tatsächlich fest, dass ihm, warum auch immer, er kann das überhaupt nicht einschätzen, ziemlich warm wird. Anders warm, als er das von den Flammen gewohnt ist. Und auch, bei ihm kommt noch mal so eine Art Adrenalinschub, der das, was ihn total irritiert, weil eigentlich der Kampf vorbei ist und das Adrenalin müsste wieder sinken. Und Daniel versteht gerade nicht so ganz, was da passiert. Hat halt diesen enorm festen Griff der Raphaelitin da in der Hand, was er ihr auch so rein von der Optik überhaupt nicht zugetraut hätte. Alles in Ordnung? Da ist jetzt so langsam nach, also zumindest dieser vom Einkugeln wieder langsam nachlässt. Sie nimmt den Kopf von ihrer anderen Schulter weg, lässt den so ganz kurz einfach gegen deine Brust fallen. Also Daniel ist ja so größer als sie, atmet so kurz auf und ihr Griff wird halt wieder lockerer. Besser. Danke. Und sie bleibt kurz so, sammelt
Kräfte und dann, ja, guckt sie einmal kurz, ob wieder alles geht und dann, komm, wir müssen zu den anderen. Was ist mit den anderen? Wo sind die? Unten, hast du gesagt. Ja, ich konnte gerade eben so noch Inarias Wunde schließen und jetzt gräbt Citariel und Liberiel aus und wir müssen uns beeilen und eigentlich bräuchten wir auch einen Lagerplatz und ein Feuer, damit wir uns wärmen können. Das, ich hab einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss wieder und greift halt wieder zum Salbei, um ein bisschen was zu haben, ne, weil auch der Geruch halt auch belebend wirkt und kaut drauf rum und ich muss ein bisschen ausruhen, bevor ich mich um euch alle kümmern kann. Dann sollten wir uns beeilen und du ruhst dich unten aus und Inarial und ich befreien die anderen? Mhm. Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Hier vorne lang und ich drehe mich halt um und zeige ihm den Weg, wie ich hergekommen bin. Damit wir die anderen so schnell wie möglich wiederfinden. Daniel würde auch, wenn die da quasi den Weg runtersprinten oder irgendwas, bei jedem Schritt wirklich merklich Kopfschmerzen noch von dem Aufprall haben. Und vielleicht dreht sich auch alles um ihn herum noch so ein bisschen. Aber es hat dir keiner den Befehl gegeben, zu torkeln, deswegen. Ja, vielleicht torkelt er auch tatsächlich ein bisschen, aber das ist jetzt gerade in dem Moment, glaube ich, auch ein bisschen egal. Ja, wenn er unten ankommt, ist Inarial vielleicht schon so weit gekommen, dass er Liberiel bis zur Schulter ausgegraben hat. So ein Teil des Gesichts kann man schon sehen, leicht. Sehr gut. Hey, hey, hey. Mhm. Ich streich da so drüber. Ja. Schau mal, wie kalt sie ist. Ich bin wach. Grab weiter. Citariel ist unter mir. Es ist zu viel Schnee, um mich zu bewegen, um von ihr runterzukommen. Ja, gut. Grab. Weiter. Versuch auch so den Schnee wegzuschieben. Citariel, hörst du mich? Citariel, du weißt, das Licht Gottes umgibt dich. Die Liebe Gottes umhüllt dich. Die Gegenwart Gottes wacht über dich. Die Kraft Gottes strömt durch dich. Wo immer du bist, ist auch Gott. Vergiss das nicht. Halt dich daran fest. Hörst du mich? Citariel, schieb, mit schweren Bewegungen irgendwie. Arme, die so ganz komischen Winkeln stehen, schieben. Das Gesicht, so, siehst du ja, so Teile von ihrem Gesicht mittlerweile, die so wirklich kein Gefühl zeigen. Die Augen, die irgendwie stumpf sind, sowohl von der Kälte, vom Schnee, als auch davon, dass die Gefühle halt abgeschaltet hat. Hey, komm, wir schaffen das. Ich hau weiter auf diesen. Ja, wahrscheinlich wäre auch ein bisschen fester als hier der Schnee. Und drück rein und versuch das hier irgendwie frei zu buddeln. Wenn Daniel dann da ankommt, hätte er sich dann auch eine Pfanne oder irgendwas in der Art geschnappt und hätte dann auch beidhändig... Daniel, geht's dir gut? Ja, ich bin in Ordnung. Ah, gut. Ich nehme dich in den Arm, gehe dann wieder einen Schritt zurück. Du siehst halt, dass ich wirklich nur ein Bein belaste. Gib dir die Kelle in die Hand. Grab weiter. Ich mache ein Feuer. Brauchend. Feuer. Dann nimmt Daniel die Kelle und gräbt so gut er kann da raus. Gut, ich humpel mal weg und schau mal, ob ich meine Flügel. Oh, das tut auch weh, es tut alles weh, der ganze Rücken schmerzt. Citariel! Die anderen hören das nicht, ich habe gerade nur den Kanal zu Inarial aufgemacht. Ja, ich habe es aber laut gesagt. Hm. Nicht hier. Ich rede nur mit dir. Gut, ich suche einen Ort, aber wir müssen da auch hinkommen. In der Nähe. Ja. Der Höhle. Ja, das finde ich. Gut, und dann bricht die Verbindung wieder weg.
Das ist wirklich nur so ein schwaches Aufflackern. Zitariel hat mit mir gesprochen. Sie ist da. Sie ist da. Ich suche einen Ort, in dem wir irgendwie uns erholen können. Ich komme gleich wieder. Ich bin bei euch. Und ich versuche dann mal in so einem Überhang oder so ein bisschen die Flügel aufzustellen und zu schauen, ob ich fliegen kann. Flügel im Wind, ja. Weit nicht, vielleicht ein paar Minuten. Und dann stoße ich mich mal ab und suche einen Ort. Ich suche am besten einen Unterhang, eine Höhle wäre natürlich am schönsten. Und ein paar Sträucher, kleine Bäume, irgendwas, womit man Feuerholz machen könnte. Na, hier oben ist halt, ja, es ist halt ein Berggipfel, ne? Also da müsstest du schon einiges weiter runter wieder fliegen, zurück. Oder halt über die Bergkuppe rüber auf die andere Seite runter. Weil darüber kommen, das will ich den anderen nicht zumuten, wenn dann ein bisschen nach unten. Also ich fliege so ein bisschen wieder den Weg zurück und suche da nach einem geschützten Unterstand, irgendwo, wo der Wind nicht so reinpfeift. Genau. Ja. Also ein ganzes Stück weiter runter, wo die Bäume wieder anfangen, richtig zu wachsen, findest du tatsächlich so eine Art Einhöhlung, Einbuchtung, eine Felsnische, wo man sich durchzwängen könnte, was eine Höhle wohl, du müsstest halt nachgucken, aber sieht nach einer Höhle aus. Ja, dann zwänge ich mich mal da durch. Ja, kannst ja im Dunkeln sehen. Ja, genau. Und ja, es ist ein Hohlraum, der groß genug ist für euch auf jeden Fall alle. Aber die Höhle geht halt noch ein ganzes Stück weiter tiefer in den Fels rein. Verliert sich irgendwann in der Finsternis. Ja gut, das ist, wenn ich jetzt hier erstmal nichts sehe, ich rieche mal, ob es hier nach Tier riecht. Nein. Dann es plätschert irgendwo her. Das ist ja ganz okay. Ja, dann gehe ich wieder raus und fliege wieder hoch. Fliegst nach oben gegen den Wind etwas unangenehmer, vor allen Dingen mit den Schmerzen. Allerdings. Und wenn du oben ankommst, hat Daniel Liberiel fast freigegraben. Vielleicht, wenn Lyriel geholfen hat, ein bisschen dann das wohl geklappt haben. Ja. Kann wahrscheinlich, wenn sie sich dann die Schöpfkelle gelassen haben, dass Daniel die Pfanne nehmen kann. Das vielleicht schneller. Ja, dann seht ihr dann, dass halt unter Liberiel auf jeden Fall unten drunter so eine Art Hohlraum ist, wo sie sich nach oben gegraben hat und unten sieht man halt noch den Körper von Zitariel. Sie allerdings nicht bewegt, wahrscheinlich. Ha, gut. Liberiel. Du musst ein bisschen aufpassen, damit dir der Schnee von den Seiten, wenn der Liberiel gleich rauszieht, nicht nachsickert und Zentariel ganz begräbt. Ja, ich versuche den Schnee so ein bisschen festzupappen und sobald ich sicher bin, dass der da bleibt, wo er ist, hänge ich mich auch quasi runter und ich konnte ja wieder ein bisschen Kraft sammeln und hänge mich so tief rein, dass ich Zitariel auf jeden Fall zu fassen kriege und schicke ihr halt ein bisschen Kraft rüber. Gleiche oder ähnliches Spiel wie eben. Die Finger werden auf einmal oder sind auf einmal nicht mehr schwarz, bis die Farbe dann wieder zurückkehrt. Viel ist es nicht, aber hoffentlich schützt es noch vor dem Erfrieren. Ja, du hörst ein Nicht in deinem Kopf, relativ scharf. Ja, sie antwortet quasi auch laut. Aber du musst das durchstehen. Wenn wir jetzt nochmal komplett. Das dauert noch. Du brauchst die Kraft viel dringender. Vier flug- und fähige Engel
sind ein leichtes Ziel. Sorgt dafür, dass die anderen. Und dann bricht der Rest wieder weg. Du hörst oder vielleicht merkst du auch, wie einmal auf den Schnee gehauen wird und dann. Ich habe eine Höhle gefunden. Könnt ihr ein bisschen gleiten? Es ist nur hinabgleiten. Ihr müsst gar nicht fliegen. Nur ein bisschen gleiten. Es ist da nicht weit. Wie sieht denn Liberiel aus, wenn man sie da ganz rausgezogen hat? Natürlich ziemlich abgefroren. Die Flügel, da ist eine kahle Stelle, wo sie mit den Flügeln ganz zu Anfang gegen die Bergwand geschlagen war, mit den obersten Flügelspitzen. Sieht man so ein bisschen das Fleisch darunter. Sie hat da Federn verloren, die hat der Wind wahrscheinlich mittlerweile fortgetragen oder sie sind hoffentlich in der Schneewehe versackt. Ansonsten sind die Arme natürlich tiefblau. Man sieht so Blutergüsse, die sich dort bilden, wo Knochen angebrochen sind. Die Finger, die natürlich völlig verkrümmt sind, weil gerade die Fingerknochen sind natürlich gebrochen, weil sie sich ja festgeklammert hatte an Lyriel. Ansonsten sind vor allem die Sehnen gezerrt, teilweise vielleicht auch gerissen, so gerade da, wo die Gelenke sind. Aber sie beißt die Zähne zusammen, hat blaue Lippen, die Augen, die irgendwie glasig sind. Der Zopf, der sich aufgelöst hat, sie hat irgendwo das, was unten den Zopf zusammengehalten hat, ist aufgegangen. Man sieht jetzt so dieses rotblonde Haar, das so im Wind weht, voller Schnee und dieses einzelne blaue Band, das dabei ist, rauszurutschen. Sie gräbt auch mit diesen völlig verkümmerten Fingern und in langsamen Bewegungen. Ja, während Daniel so ganze Brocken von Schnee wegschippt, ist das eher so ein. Ich schieb mal den Rest ein bisschen zur Seite. Mhm, genau. Ja, wenn ich das sehe, gehe ich zu dir. Liberiel, nein. Komm. Nein. Nein, wir müssen ich pack dich hinten an den Schultern und zieh dich ein bisschen zurück. Graben, Zentariel muss raus. Ja, das kann Daniel. Daniel muss raus. Ja, Daniel ist stark und Daniel hat ein Flammenschwert. Sie hätte das nicht tun sollen. Sie hätte mich nicht auffangen sollen. Sie muss die Schar führen. Sie ist wichtig. Das hat sie gemacht. Sie ist Gottes Licht. Sie ist wichtig. Komm. Hörst du, Zetariel? Du bist wichtig. Ich werde doch so mit dir so rückwärts in den Schnee plumpsen, damit ich dich so habe. Ja, ich habe auch keine Kraft, mich gegen dich zu stemmen oder irgendwie zu wehren. Die Arme, die einfach nur diese Bewegung weitermachen. Es wirkt irgendwie halt mechanisch. Alles wird gut. Wir müssen nur, siehst du da unten? Da. Bei den Bäumen. Das ist eine ganze weite Strecke noch. Das sind vielleicht 5 Minuten. Weit. Sehr, sehr weit. Kannst du fliegen? Du musst nur die Flügel aufspreizen. Diesmal ist doch keine Traumsaat, die dich vom Himmel holt. Sie sind alle tot. Nur noch darunter. Traumsaat? Wir haben gekämpft. Traumsaat hat uns einen Hinterhalt gestellt. Hat euch zu Boden geschleudert, hat angegriffen. Da war Licht am Berghang. Und dann der Wind, der mich niedergedrückt hat. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Da war Licht am Berghang. Eine Reflexion von Licht wie auf Eis gut, oder Metall. Dann müssen wir weg. Sie haben uns irgendwie einen Hinterhalt gestellt. Komm. Sie ist so ein bisschen die Stirn runzeln, aber die Gedanken, die träge sind. Viel zu träge für einen Rameliten. Sie dreht so den Kopf und guckt dich so über die Schulter an. Die Augen, die irgendwie. Sie sieht nachdenklich aus. Schüttelt dann irgendwann langsam den Kopf. Was denn? Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe nicht aufgepasst. Ich bin schuld. Es ist alles meine Schuld. Ach Quatsch. Komm, wir müssen jetzt nur da runter. Sie hätte mich nicht fangen dürfen. Wollen wir schon mal losfliegen? Wir müssen warten.
Sie hätte mich nicht fangen dürfen. Ich fliege jetzt mit dir darunter. Sie hätte mich nicht fangen dürfen. Komm. Nein, 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 lass mich los. Ich lass dich auch los. Krieche wieder zurück zu dem Loch. Nein, 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 nein. Du tust dir weh. Du tust dir weh. Nein, das ist kein Schmerz. Ja, das ist nicht gesund. Du tust dir weh. Komm, wir müssen da runter und sind dann alle in Sicherheit. Warten. Nein, Citariel hat mir gesagt, dass wir da runter müssen. Das ist ihr Befehl. Jetzt komm. Wirklich? Ja. Ihr Befehl? Ihr Befehl. Gut. Ja, dann krieche ich wieder auf dich zu. Komm, ich sack dabei in den Schnee ein, kann mich nicht auf die Arme stützen. Nein, alles gut, alles gut. Kannst du die Flügel ausbreiten? Ah, zitternd öffnen sich so langsam die Flügel. Kannst du sie so halten? Ich weiß nicht. Du hast keine Angst. Die ist einfach weg. Einfach aus. Einfach aus. Guter Schmerz. Einfach aus. Ich fliege direkt unter dir. In Ordnung? Direkt unter dir. Wenn irgendwas ist, halte ich an mir fest. Gut? Doch, halte ich an mir fest. Ich habe starke Flügel. Wir kriegen das hin. Gut. Komm. Stellt sich hinter mich. Da, lass uns davor an den Felsen gehen. Die Felsnase. Ja. Ich taumel dir hinterher. Die Knie, die halt auch total wackelig sind. Die Füße, die blau gefroren sind. Sie hat einen ihrer Sandalen verloren. Ich nehme schon mal wieder meinen Bogen mit und ja, irgendwie so einen kleinen Rucksack. Was ist eigentlich mit Liberials Gepäck, mit den ganzen Büchern? Ich wollte gerade sagen, meine Bücher sind noch im Loch. Dürfen nicht im Schnee liegen. Ja, die, ist nicht gut für die Bücher im Schnee. Die holen wir gleich raus. Citariel ist auch noch im Schnee. Ja, sie holen wir auch raus. Daniel ist doch schon dabei. Siehst du, er gräbt noch. Gräbt noch. Weiter graben. Ja, genau. Komm. Und jetzt fallen lassen. Komm, jetzt. Ich zieh dich so ein bisschen über die Nase rüber. Die Flügel. Und dann schaue ich mal, ob du fliegst. Da gerade alles mechanisch funktioniert, stellen sich wahrscheinlich auch zögerlich die Flügel auf. Und es ist einfach wirklich diese Engelsseele, die Kontrolle übernimmt und die Flügel aufstellt. So ohne Angst kann sie auch fliegen anscheinend, wenn alles ausgestellt ist. Ja, dann schaue ich mal. Es ist natürlich wackelig, weil die Flügelspitzen oben natürlich kaputt sind. Bei mir ist es auch nicht sehr toll. Ich schaue immer mal wieder, Hauptsache du bleibst oben. Ja. Und dann ist es ja wirklich nicht weit. Es ist zwar zu Fuß, wäre das wahrscheinlich mehrere Stunden. Aber hier, sich einfach nur hinabgleiten zu lassen, geht recht schnell. Mhm. Und dann darunter zum Wald. Und die Landung könnte ein bisschen holprig werden. Und dann, nachdem wir da unten angekommen sind, hier ist der Höhleneingang. Setz dich hier hin. Einfach hinsetzen. Das ist ein Spalt in so einem, im Fels. Da ist es dunkel. Ja. Dann sieht man uns nicht. Genau, genau. Du kannst da schon einmal reingehen, wenn du möchtest. Ich hole die anderen. In Ordnung? Hörst du mich? Mhm. Ich hole die anderen. Ich höre dich. Kann ich irgendwas vorbereiten? Irgendwas tun? Ich schaue deine Arme an. Nein, nein. Das muss heilen. Sie sind kaputt. Das muss heilen. Sieht nicht natürlich aus. Nein. Ich war nie gut in Heilkunde. Ich auch nicht. Ich habe denen aber gerne zugehört. Ich setze mich dann da vor die Höhle auf einen Stein, der da liegt. Gut. Leg die Hände so in den Schoß und warte. Ja, Daniel und Lyriel graben. Und wenn später Enare wieder dazukommt, gräbt er vielleicht auch nochmal mit. Und dann dauert es vielleicht noch so eine Dreiviertelstunde, bis er Citariel groß, weiträumig ausgegraben hat. Wenn man mit Rücksicht auf die Flügel, man kann sie ja nicht einfach so aus dem Schnee rausziehen, muss halt
damit der Schnee auch nicht nachsackt, wie gesagt, weiträumig irgendwie sie ausgraben. Ja, schau, ich grabe auch die Bücher aus. Ja. Also wenn du in der Verwehung irgendwie zwischendrin noch ein paar Bücher findest, einige werden bestimmt verloren gegangen sein in der Lawine. So kann, viele hatte sie ja jetzt nicht mitgenommen. Kann Liberia ja mal entscheiden, welche verloren gegangen sind, was noch da ist. Ach Gott. Das ist gemein. Das ist wirklich gemein. Sie hat auf jeden Fall drei Bücher, die ihr wichtig sind. Das ist einmal ihr Buch, wo sie ihre Zeichnungen drin hat. Das ist das Buch für den Orden und das Buch mit dem gesamten Bericht für den Himmel in Roma Aeterna, der dann in die Bibliothek von Secundus kommt. Zieh mir doch mal eine Karte, vielleicht verrät mir das, welches Buch verloren gegangen ist. Also ich glaube, für Zitariel wäre am liebsten, dass das Hauptberichtbuch weg ist. Das hatte sie ja schon mal angeguckt, als wenn es sich um eine Giftschlange handeln würde. Ja, das ist das 14. Arcanum, die Traumsaat in aufrechter Bedeutung, Einheit, Anpassung, Integration, Synergie, Gleichgewicht, Einigkeit, Erfahrung, Konfliktlösung, Symmetrie, Kombination, Abstimmung, Koordination und Selbstbeherrschung. Okay, Integration, Gleichgewicht, Einigkeit, Erfahrung, Konfliktlösung. Das klingt danach, als wenn es da tatsächlich das Hauptbuch wäre, wo unser gesamter Bericht drinne steht. Das ist also irgendwo in der Lawine auf jeden Fall verschwunden. Und das Schmiedebuch wird auch in der Lawine verschwunden sein. Ja, ich packe das ein, ich kann eh nicht lesen. Ja, wenn du dann mein Zeichenbuch findest, hast du ein Buch mit halt losen Seiten, die in so einer Ledermappe drinne liegen und sind halt lauter Zeichnungen von Menschen drinne. Wenig Naturlandschaften, hauptsächlich Menschen und Engel in ausgelassenen Szenen und du siehst auch Bilder von dem Dorf, wo wir die letzte Nacht verbracht hatten, die sie offensichtlich nachts gezeichnet hat mit Kohle. Von den lachenden Kindern und den lachenden, tanzenden Menschen. Von den Musikanten, die da standen und musiziert haben. Ich blätter das kurz in Ordnung. Ich packe das auch wieder zu in den Rucksack rein und dann versuche ich hier Zitari rauszukriegen. Mit den anderen. Ja, wie gesagt, dauert eine Dreiviertelstunde. Dauert so ja, 45 Minuten, bis ihr sie weiträumig, großräumig ausgegraben habt. Lyriel, ist sie in Ordnung? Dafür muss man kein Heiler sein, um das zu erkennen. Also, Zitarel hat ja nicht nur den Sturz abgefangen zwischen sich und Liberiel und dem Berg, sondern ist danach auch noch zwischen der Lawine und dem Berg zerrieben worden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Foto kennt von diesem ganz berühmten Selbstmord, der so eine ganz groteske Friedlichkeit ausstrahlt, wo eine Frau sich von einem Gebäude gestürzt hat und dann fast wie drapiert in so einem Auto liegt. Zum Glück nicht. Kenne ich zum Glück nicht. Ist eine sehr, sehr berühmte Fotografie. So ähnlich sieht das aus. Ich habe mal Medieninformatik studiert, da macht man auch sowas. Es ist gleichzeitig bizarr und verstörend schön, wie sie da im Schnee liegt. Sie ist kreidebleich. Die Lippen sind blau, die Fingerspitzen sind blau, die Füße sind blau. Was aber gut ist, weil die Kälte ihre Körperfunktion so weit runtergefahren hat, dass es ihr halt Zeit kauft. Man sieht, dass der eine Flügel, der sowieso schon kaputt war, der linke, der ist in einem ganz unnatürlichen Winkel hinter ihrem Rücken abgeknickt. Der steckt auch noch unter so einer Schneescholle fest, weil Schneelawinen bestehen ja aus verschiedenen Schollen. Das Einzige, was noch im richtigen Winkel quasi auf ihrem Körper sitzt, ist ihr Kopf, so gefühlt. Die Arme liegen etwas schräg beiseite. Sie hat die Augen geschlossen und es wirkt ein bisschen, als würde sie schlafen. Vor allem, weil man halt kaum eine Atmung erkennt. Man sieht Blut
an ihrem Mund, an ihrer Stirn. Sie hat vermutlich innere Verletzung. Äußerlich kann man tatsächlich kaum irgendwas erkennen, aber man sieht halt sich so bildende Blutergüsse unter der Haut. Und die wenigen Atmer, die man sieht, die gehen auch nicht voll in die Lunge, sondern das sind kurze Stöße. Ja, Lyria kann ja, wenn sie das möchte, durch Berührung einfach ihren Geist in deinen Körper transferieren und quasi eine Körperreise machen und genau feststellen, was, wo, wie nicht ganz am richtigen Fleck ist. Ja, wird sie auch machen. Ja, das heißt, Lyriels Geist löst sich aus ihrem Körper und dringt in den anderen Engelskörper ein. Ja, und dann kann Zitaria mal genau beschreiben, was da alles nicht ganz am rechten Fleck ist. Okay. Du musst dir vorstellen, wie so eine Achterbahnfahrt durch die Venen und... Beginnen wir mal bei den Muskeln. Die Muskeln von Zitaria sind überbeansprucht. Sie hat mehrere Risse von den Kräften, die sie eingesetzt hat, von dem Sturz, den sie versucht hat, irgendwie abzufangen. Die sind ziemlich kaputt. Sie hat tatsächlich kaum Knochenbrüche, bis auf ihren Brustkorb. Die Rippen sind angebrochen. Zum Glück haben sie nicht die Lunge verletzt. Das ist wahrscheinlich das Einzige. Sie hat Risse in Organgeweben, vor allem im Bauchraum, wo halt Lyriel und Liavine sie ineinander geschoben haben. Sie hat innere Blutungen in diesem Bereich. Sie hat eine Kopfverletzung und wahrscheinlich auch mindestens eine Gehirnerschütterung. Dazu kommt wahrscheinlich irgendwas in Richtung Schleudertrauma, weil halt einfach die Lawine auch noch da war. Das sind die frischen Verletzungen. Dann, ihr einer Flügel ist gebrochen. Und was du feststellst, das ist nicht der erste Bruch. Es ist eine alte Verletzung zu finden, die nicht von einem Raphaeliten geheilt wurde, sondern die auf natürliche Art und Weise geheilt ist. Genauso wie dort die Muskeln an einer Stelle nicht geheilt wurden, sondern auf natürliche Art und Weise zusammengewachsen sind, weswegen sie an dieser Stelle unglaublich versteift und unbeweglich waren. Du findest allgemein auch an anderen Stellen ihres Körpers alte, verheilte Knochenbrüche, die halt auf natürliche Art und Weise wieder zusammengewachsen sind, die auch von einem Absturz zeugen tatsächlich, wo aber nie ein Raphaelit dran war. Also im Endeffekt ist sie ziemlich zerschlagen und zerstört, wie die letzte Karte so schön zusammengefasst hat. Und sie verliert immer wieder das Bewusstsein. Also das, was man halt so halbwegs mitbekommt, ist, dass sie darum kämpft, wach zu bleiben, um halt irgendwie den Überblick zu behalten, was jetzt gerade um sie herum so passiert, aber sie schafft es kaum. Noch wach zu bleiben. Mittlerweile ist sie sehr, sehr schwach. Und tatsächlich würde Zitarie mit dem letzten bisschen Funken an göttlicher Kraft, den sie noch hat, ihren Geist nochmal nach Daniel ausstrecken. Und Daniel wird diese leichte Berührung ihrer Seele spüren, die viel, viel schwächer ist als alles, was sonst normalerweise an Verbindung da war. Und Daniel wird in seinen Gedanken hören. Letzter Befehl. Wenn ich es nicht schaffe, bring sie zum Himmel Gabriels und berichte, was passiert ist. Beschütze sie. Und dann fällt sie endgültig in Ohnmacht. Und ihr werdet eine Weile ohne sie auskommen müssen. Hat Lyriel schon mal diese Kraft an einem Engel ausprobiert? Das sehende Auge? Mhm. Nee. Moment. Menschen auf jeden Fall schon. Doch, klar. Ja. Sie hat ja versucht, jemanden zu retten. Ja. Doch, hat sie schon mal. Okay, ja. Aber, ja. Sagen wir mal so, das war jetzt nicht so von intensiv. Sie hat eher versucht, direkt. Ja, das so, von Erfolg war sowieso nicht gekrönt, aber sie hat eher mehr versucht zu heilen, anstatt zu sehen. Sie hat das, ja.
Ja. Ja, ansonsten. Dir kommt jedes Mal, also wenn, also es war damals auch schon so, aber jetzt kommt dir, während du durch den Körper von Cetariel braust, kommt dir wieder dieses Tagebuch aus deiner Studienzeit wieder in den Kopf. Und diese Sätze, die du gelesen hast mit dem, eigentlich müsste das hier anders aussehen. Das sieht genauso aus wie in einem Rind oder in einem Menschen. Hier ist nichts irgendwie Göttliches in diesem Körper. Das ist irgendwie der Funken, es scheint erloschen. Aber du weißt, dass es damals auch bei dem anderen so der Fall war. Obwohl, der ist gestorben. Scheiße. Ja, wenn ich denn dann diese unschöne, diesen unschönen Zusammenhang schließe, der geistige Kanal steht uns ja nicht offen, von daher seht ihr, also ihr seht Dürrie halt einfach nur an, die hat Panik und unterdrückt sie gerade. Wir müssen sie sofort aufwärmen. Als du wieder auftauchst, ja? Als du wieder rauskommst aus dem Körper, ja? Weil vorher bist du ja raus, bist du ja weg. Ja, klar, ja. Gut. Sobald ich wieder quasi in meinem eigenen Körper bin, seht ihr halt einfach nur Panik und dann ganz schön, lieber nicht, ganz schlimm. Wir müssen sie sofort aufwärmen und in ein ordentliches Lager bringen und. Ich hab ein ordentliches Lager, nur wie kriegen wir sie da runter? Daniel, können wir sie irgendwie. Kann sie bestimmt tragen. Kannst du so fliegen? Kannst du was? Klar! Gut. Die Stadt ist zertrümmert. Wenn du. Dann müssen wir sie dir irgendwie auf den Rücken binden. Ich kann sie auch einfach in meinen Arm nehmen. Das. Vielleicht einfacher. Gut, wenn du das kannst, dann versuch es. Wir müssen bald runter. Liberiel ist da schon viel zu lange unten alleine und sie wirkt auch nicht sehr gesund. Sie ist ein bisschen abwesend. Sie hat ganz kaputte Hände und hat trotzdem gegraben. Sie hat gar nichts gespürt. Ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Wir müssen da jetzt runter. Daniel und Inariel werden auf jeden Fall bei all der Sorge um Cetariel auch merken, dass Lyriel, sobald sie wieder aufgetaucht ist, ja diese Gefühlsregungen zeigt. Mhm. Aber ihr merkt auch, dass auch die Farbe, die halt immer in diesen Händen drin ist, halt nur noch die Fingerkuppen ganz leicht gefüllt sind mit dieser schwarzen Farbe. Und dass sie ziemlich ausgezehrt aussieht. Irgendwie das Gesicht scheint ein bisschen eingefallen. Komm. Ja. Lyria, kommst du runter? Kannst du fliegen? Ist gut. Sie steht halt auf, drückt sich hoch und taumelt dabei auch und kann sich gut, kaum halten. Und, wir machen das genauso. Ja, ich bestimmt. Das kriege ich hin. Wir machen das genauso wie mit Liberiel. Ich bleib unter dir, dass, falls du absackst, dass ich dich auffangen kann. Und Daniel, du nimmst Cetariel. Ja. Und ich nehme noch den Rucksack hier. Gut, dann lasst uns. Dann lasst uns. Schnell. Würde Daniel. Ja, ich schaue erst mal noch halt auch von meinen Sachen, aber ich bin ja nicht von einer Lawine erfasst worden. Das heißt, ich nehme an, meine Sachen habe ich alle noch. Weil ich weiß gleich schon, was ich tun werde. Und dass alle meine Sachen da sind, wirklich auch, also beide meine Notizbücher. Und dann würde ich erst los, weil die brauche ich auf jeden Fall. Ja, dann hier alles einsammeln, was wir eingesammelt bekommen und dann in den Wind nach unten. Ja, dann kommt ihr bei diesem Schacht wieder an, vor dessen Eingang auf einem Stein Liberiel sitzt und in Richtung Baumkuppen schaut, ein bisschen verlorenen Blick. Ja, dann.
Ja, Liberiel Daniel trägt Cetariel wie so ein Bündel Schlaffen. Sieht sehr, sehr regungslos aus. Ich komme unten an. Sie lebt, sie lebt, sie lebt. Kann man das Leben nennen? Wir brauchen zuallererst ein Feuer. Ist die. Ich gucke ein bisschen skeptisch den Spalt an. Kann man da drin, kann der Rauch drin abziehen, sonst müssen wir draußen bleiben. Das habe ich noch nicht geschaut, aber ich sammle erstmal Feuerholz. Ja, da dieser Eingang des Schachtes leicht oberhalb liegt, wird der Rauch, der nach oben steigt, wahrscheinlich oben auf diese Öffnung dann rausgehen. Also wenn man durch diesen Schacht reinsteigt, geht es dann erstmal richtig weit runter und dann öffnet sich halt dieser Hohlraum. Gut. Dann geht schon mal runter, ich hol was und ich besorge auch was zu essen. Ich glaube, wir brauchen was zu essen. Sind da genügend Zweige mit Blättern noch dran? Es sind hauptsächlich Tannen, die hier wachsen. Ja, okay. Auch gut, eigentlich sogar noch besser. Inarel, kannst du mir erst ein paar Zweige geben? Wir können sie nicht einfach auf den Stein legen. Ja, natürlich. Wir haben sicherlich irgendwo habe ich auch ein Messer, nehme das und hack so ein paar Äste ab. Dann glaube ich auch ein paar Decken, für jeden eine Decke dabei. Ja. Ne? Nimmt einer noch Citariels Schwert eigentlich? Ich denke mal, dass Daniel das nehmen wird. Ja. Okay. Ja, ich Äste ab, Feuerholz sammeln und ich bin beschäftigt. Ja, so viele Äste, wie ich irgendwie tragen kann, nehme ich dann mit runter und bereite halt dann das Lager vor, weil, quasi die Äste, eine Decke auf jeden Fall dann noch drüber, dass Cetariel weich liegt, auch murmelt vielleicht auch so ein bisschen vor mich hin, der Tannenduft wird gut tun und schaue so ein bisschen, dass quasi auch so ein Kopfkissen vorhanden ist, weil ich habe ja auch halt bemerkt, dass ihr Kopf halt auch verletzt ist. Und möchtest du deine letzte Kraft aufbrauchen, um doch auf gegen den Befehl Kraft in sie reinzupumpen? Also sie zu heilen? Ich überlege immer wieder und es juckt mir auch immer wieder in den Fingern und es. Mir kommen aber halt immer wieder die anderen in den Sinn und dass die halt auch einfach noch Hilfe brauchen und wenn ich jetzt auch noch umkippe, wer soll die denn dann heilen? Erstmal nicht. Ich würde mich halt erstmal um die alle irdischen Sachen kümmern, die ich habe oder die ich machen kann. Also alles an. Versuchst Schienen zu machen oder wahrscheinlich. Genau. Schienen und ich werde auch definitiv eine Beinwellsalbe haben. Was mich nämlich dann zu der nächsten Sache bringt und zwar, ich weiß nicht, also ich meine, man wird Daniel wahrscheinlich mittlerweile auch ansehen, dass er ziemlich geschlaucht ist, aber wahrscheinlich ist er trotzdem noch so der am fittesten wirkt. Das ist die zweite Frage. Ich glaube tatsächlich ist der fitteste Inariel, weil der hat den ganzen Heilungsschub abbekommen von den ersten von Lyriel und hat tatsächlich im Vergleich zu den anderen noch am, also mit du bist ja hauptsächlich erschöpft wegen deiner Heilungssachen und Inariel hat aber die volle Heilung abbekommen zunächst und das Einzige, was er hat, ist halt so ein bisschen halt noch Schmerzen im Bein. Aber Blutverlust sicherlich. Blutverlust, aber sonst ist er wohl der am fittesten. Aber er ist ja schon unterwegs Feuerholz sammeln. Also außer wenn er natürlich dann schon. Daniel sieht natürlich sehr stoisch aus und lässt sich nichts anmerken. Steht also wahrscheinlich auch die ganze Zeit und setzt sich kein einziges Mal hin, so wie man das kennt. Ja, wenn du ihn mit einem geschulten, heilerischen, raphaelitischen Blick betrachtest, merkst du auch, dass er, wie gesagt, wenn er gerade versucht zu stehen, so ein. Also,
Wenn er so in der Parade irgendwie beim Appell oder so stehen würde, dann würde er sofort auffallen. Okay, mit Appellen kennt Lyriel sich jetzt nicht so aus, aber trotzdem, ich werde, ne, wenn ich halt, ich werde so eins dieser beiden Notizbücher, die ich halt immer dabei habe, so in die Hand drauflegen, dann werde ich halt Daniel angucken, prüfen, so halt überlegen, ob ich ihm das... Nein. Und dann ich kurz überlegen und dann, ah ja, okay. Nehme ich aus einem Beutel, den ich irgendwo dabei hatte, nehme ich so ein paar Sachen raus, die so ein bisschen verwurstelt sind und dann Daniel, du musst mir helfen. Setz dich mal dahin, du brauchst ein bisschen Ruhe und dann musst du die hier wieder auseinandernehmen. Die sind irgendwie leider im Chaos durcheinander gekommen und hat jetzt quasi so eine Handvoll Verbände, die alle durcheinander gewurschtelt sind. Und sie drückt ihn wirklich entschlossen auf einen Stein, dass er sich hinsetzt. Ich weiß ja jetzt nicht, ob er von ihr Befehle annimmt, aber das ist so ein bisschen wie einer wirkt. Wirklich, die brauche ich. Und sonst kann ich den anderen nicht helfen. Kannst du das bitte machen? Daniel guckt diesen Batzen Verbände in seinen Händen an. Sieht da wahrscheinlich so ein riesengroßes Katzenknäuel an Verbänden. Krallen wachsen ihm. Guckt dann zu dir auf. Guckt dann nochmal auf die Verbände runter, denkt sich, wie soll ich das nur bewerkstelligen? Weil Feinmotorik ist jetzt absolut nicht seins. Guckt dann wieder zu dir auf. Das kriege ich schon hin. Und prima, danke. Fängt dann mehr schlecht als recht an, das alles auseinander zu frickeln. Wird auch entsprechend lange dauern, aber damit hast du ihn dann ja wahrscheinlich auch ein bisschen beschäftigt, dass er da sitzen bleibt und, ne? Beschäftigungstherapie fruchtet. Ja. Von mir aus darf er da auch gerne drüber einschlafen. Dann wäre das Ziel komplett erreicht. Ja, wie gesagt, ich kümmere mich halt ansonsten um alle anderen irdischen Dinge. Sobald das Feuerholz da ist, müssen wir, wobei das Feuer machen wird ja Inari wahrscheinlich besser können. Aber dann werde ich halt Liberiel daneben drapieren, dass sie zumindest schon mal auftaut und dann alles, was ich halt so wie gesagt, Beinwellsalbe habe, die ist halt bei Knochenbrüchen ganz gut. Ich werde halt mit den Zweigen und allem, was wir zur Verfügung haben, schon mal versuchen zu schienen und dann halt entsprechend Wickel drum machen. Und dann, ja, so typisch wie im Comic, so. So sitzt Liberiel dann wahrscheinlich am Ende des Tages da am Feuer. Eine interessante Frage ist natürlich auch, wann lässt Liberiel ihre Emotionen wieder ans Tageslicht? Im Augenblick gar nicht. Sei froh. Ne? Ganz genau, im Augenblick gar nicht. Sie ganz nach hinten geschoben. Sie sitzt so in ihrer Kathedrale der Gedanken, führt jetzt eine Treppe nach unten. Unter einer Falltür mit einem großen Schloss vor. Und da unten ist ein ganz kleines Kämmerchen. Da sitzt ein Schattenriss ihrer selbst drin, ohne Flügel, in dieser Dunkelheit, die sie überhaupt nicht leiden kann, und schreit. Es schreit da unten. Es jammert und schreit und hat Angst. Das hat sie alles einfach unter dieser Klappe gerade weggeschlossen. Und funktioniert nur. Das heißt, nachdem ihre Hände zusammengebunden wurden, um die Finger zu schienen, steht sie dann auch zitternd am Feuer und neben Lyriel und fragt mit so einer ganz monotonen Stimme, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Gib mir was zu tun. Ich muss helfen. Da, wo du sitzt, sitzt du gerade eigentlich ganz gut. Du kannst auf Zetariel aufpassen. Wenn sie sich regt, vielleicht kommt sie ja nachher bald wieder zu sich. Jetzt, wenn gleich das Feuer brennt und wir vielleicht Essen aufsetzen können. Schnee schmelzen für Wasser? Ja,
Aber das macht Inariel bestimmt. Gut. Ich gebe ihr dann trinken, wenn sie wach wird. Mhm. Und setze ich mich wirklich neben sie, irgendwie bette vielleicht ihren Kopf so ein bisschen auf meinem Schoß vorsichtig und reibe so mit den geschienten Fingern so über die Wangen und die Schläfen entlang und über die, vorsichtig über die Schultern, dass so Wärme reinkommt und irgendwie halt so wirklich mechanische Bewegungen. Hauptsache, sie hat irgendwas zu tun. Und betet leise. Man hört Gebete von ihr. Ja, Inariel wird alles gut hinbekommen, das mit dem das Zweigbett gerichtet haben, das Feuer angefacht haben. Ich habe dann auch ein oder zwei Kaninchen gejagt. Und die werde ich dann jetzt vielleicht ein bisschen abseits, vielleicht draußen ausnehmen und häuten und dann auch übers Feuer hängen. Ja, das Feuer bringt unnatürliches Licht in diese Höhle. Es ist so eine Art Tropfsteinhöhle. Man hört es immer noch irgendwo weiter tief unten. Also es geht noch ganz tief in den Berg anscheinend, diese Höhle. Irgendwo hört man es plätschern, wie gesagt. Es ist auch ohne das Feuer schon relativ warm hier. Und jetzt, wo das Feuer da ist, sieht man halt, wie dieses Feuerschattenspiel, das sich zwischen den Felsen an der Seite halt immer wieder merkwürdige Schatten hin und her wirft. Was in der jetzigen Situation, glaube ich, so eine merkwürdige Stimmung vermittelt. Einerseits ist das Feuer halt warm und stiftet irgendwie Gemeinschaft und Ruhe. Andererseits wirft es diese bedrohlich tanzenden Schatten auf diese unbekannten Wände, die sich irgendwann im Dunkeln verlieren. Ja, Lyriel wirft halt immer mal wieder so einen Blick über die Schulter. Es ist ihr nicht ganz geheuer, aber sie versucht halt, ja, sich mit allem abzulenken, was sie kann. Geht halt die Kräuter durch an ihrem Gürtel, was halt alles noch irgendwie helfen kann. Sobald das Feuer quasi aufgesetzt ist und ein Kessel quasi vorhanden ist, wird sie den oder einen guten Teil vom restlichen Salbei noch verwenden, um halt einen Tee aufzubrühen, um einfach die Gemüter zu beruhigen. Und dann breitet sich halt dann auch schon der Duft so ein bisschen aus, der halt ja beruhigt und ja ein kleines bisschen Heimeligkeit in diese große Höhle wirft. Und er versucht halt einfach diese Geschäftigkeit zu vermitteln. Nochmal schauen, irgendwie bei Zitariel, was sie da entsprechend noch schienen kann. Wird irgendwie zwischendrin im Vorbeigehen noch eine was hilft da gut? Ich glaube, Ringelblume, Calendula. Auf jeden Fall halt eine entsprechende Salbe auf Liberiels Flügelspitzen schmieren, dass die schon mal anfangen können zu verheilen. Und alles tun, was sie jetzt machen kann, ohne ihre Kraft aufzuwenden, um die halt einfach zu sparen, damit sie dann quasi etwas mehr ausrichten kann. Schaut immer mal wieder auf ihre Finger, ob die schon wieder schwärzer sind. Langsam, ganz langsam. Du bist sehr verausgabt. Du hast immerhin vorher ja schon Kraft beim Fliegen ja schon verbraucht und jetzt, du hast quasi zwei Engel komplett geheilt. So. Irgendwo sind die Kräfte eines Engels dann auch begrenzt. Ja, sicherlich. Kann ich dich um was bitten, Quali? Mhm. Kannst du mir mal privat eine Karte ziehen, ohne es den anderen zu zeigen? Auch nicht den Zuschauern? Wieso tust du sowas? Auch nicht den Zuschauern, okay. Nur an mich. Nur an dich. Böse. Naja. So, wie lasse ich dir das jetzt am besten zukommen? Ich habe sowohl Discord als auch Skype auf. Ich muss mal Discord mal wieder aufmachen, glaube ich. Das war jetzt der erste Herr der Fliegen. Ja.
Nicht cool, Daniel, nicht cool. Ja, während alle anderen da so heimelig sind und versuchen, sich irgendwie häuslich einzurichten, Inariel mit Lyriels Hilfe kocht, Liberiel, Citariel in den Schlaf betet, singt, Daniel die Verbände sortiert. Was für eine Reise durchlebt denn Citariel in ihrem Koma oder in ihrer Bewusstlosigkeit? Ich warte jetzt gerade auf die Karte, bevor ich diese Frage beantworte, wenn das okay ist. Liberiel singt nicht, um Citariel in den Schlaf zu singen, sondern um ihr einen Anker im Hier und Jetzt zu geben, dafür auch die Gebete, damit sie aufwacht, weil schlafende Menschen sterben eher. Und sie braucht Bewegung und Bewusstheit, um wieder Wärme zu bekommen. Hast du Karte gekriegt, ja, ne? Ja. Es ist sehr dunkel, da wo Citariel sich gerade befindet. Das kriegt sie aber nicht wirklich mit. Der Teil von ihr, der irgendwie bei Bewusstsein ist, der weiß nicht, dass es sowas wie Licht gibt oder wie Wärme oder Töne. Es kommt wenig bei ihr an, da wo sie sich befindet, in dieser tiefen Dunkelheit. Und da treibt sie so ein bisschen wie in einem bodenlosen Ozean, auf dem Rücken, nicht sicher, ob es ertrinken oder schwimmen ist, vielleicht auch beides. Und sie treibt. Sie treibt und alles ist sehr gleichtönig und sehr, sehr dunkel, was nichts Schlechtes ist. Es ist eine gütige Dunkelheit, eine sanfte Dunkelheit. Es gibt keinen Schmerz, es gibt keine Erinnerung, es gibt kein Gefühl außer dieser tiefen Schwere, die sie gepackt hat und versucht nach unten zu ziehen. Und irgendwann wird sich über ihr ein Licht öffnen und unter ihr ein Licht öffnen. So dass sie quasi jetzt wie in einem Meer schwebt und unter sich in der Tiefe ist ein Licht und über sich in der Dunkelheit ist ein Licht und wo oben und unten ist, ist relativ, weil es gibt keine Orientierungspunkte, an denen man das festmachen könnte. Und das ist der Moment, in dem sie weiß, dass sie eine Entscheidung treffen muss. Nämlich zu welchem Licht sie geht. Zu dem einen Licht, das flackert und bebt, wo sie Stimmen hört, wo sie mitbekommt, dass Leute leiden, wo bedrückende Emotionen auf sie warten, wo Angst ist und andere Dinge, wo sehr viel Verzagtheit herrscht, oder in das andere Licht, das sehr willkommen und warm ist und irgendwie ja, eine andere Art von Zuhause ist als das andere. Und sie ist im Moment in einer Art Starre. Das bedeutet, sie muss nicht nur diese Entscheidung treffen, sondern sie muss auch den Mut aufbringen, eine Entscheidung zu treffen. Sie könnte natürlich auch ewig hier bleiben und einfach nur, ja, schweben. Vielleicht ist sie schon eine Ewigkeit hier. Zeit ist relativ. Was ist Zeit überhaupt? Aber diese beiden Lichter leuchten, blinken und scheinen ihr etwas zuzurufen. Mut scheinen sie jetzt zuzurufen. Komm, vertraue. Und sie wird dann das Risiko eingehen und tatsächlich sich auf eines der beiden Lichter zubegeben. Und das wird dazu führen, dass wahrscheinlich irgendwann mitten in der Nacht, wenn alle so, ich weiß nicht, ihren eigenen Gedanken nachhängen, man ein hört und kurz darauf ein
als Blut und etwas Flüssigkeit aus ihrer Lunge gepumpt wird und sie mehrere tiefe Atemzüge nimmt und dann langsam anfängt, ihr Körper hochzufahren. Ja, ich stürze natürlich sofort zu ihr hin. Zitariel, bist du wieder bei dir? Sie kann nicht reden. Das geht nicht. Reden ist viel anstrengender als jetzt irgendwas anderes machen. Aber das, was halt jetzt passiert ist, ist, dass diese Verbindung zwischen den fünf Engeln langsam aufblüht. Dass jeder spürt, wie seine Seele berührt wird von Zitariels Seele, wie sie sich langsam beginnt auszufalten, wie so ein Oktopus, der seine Tentakel ausstreckt und jeden einmal so antatscht, so meins, 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 meins. Alles meins. Und ich bin halt der Oktopuskopf quasi in der Mitte. Sodass ihr plötzlich auch wieder untereinander kommunizieren könnt, dass ihr von den anderen plötzlich mitbekommt, wie es ihnen geht, dass jetzt alle unsicher sind, alle haben Angst, allen geht es kacke. Man ist nicht alleine mehr mit diesen Gefühlen, sondern man ist jetzt wieder die Einheit. Was halt auch so der Moment ist, wo halt Cetaria mitbekommt, was halt mit Lyrie los ist, Liberie los ist und wo sie halt mal so ganz sachte an ihre geistigen Barrieren klopft, weil kräftig ist sie gerade nicht, aber das ist halt so ein Knock, 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 Liberie, knock, 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 Liberie, knock, 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 Liberie, komm jetzt raus. Uns geht's allen kacke. Wie scheiße es uns geht. Los! Was halt auch bedeutet, dass Daniel mitbekommt, dass alle müde sind, dass nicht nur er müde ist, sondern dass auch andere Kopfschmerzen haben und Inariel, der vielleicht Angst hatte, dass alle jetzt irgendwie so ein bisschen ziellos unterwegs sind. Alle anderen fühlen sich auch ziellos. Wir wissen alle gerade nicht, wie es weitergeht, außer dass wir alle sehr, sehr müde sind und eigentlich nur schlafen wollen. Und ja, das ist so das, was sie im Moment für die Schar tun kann. Es sind keine wirklich bewussten Gedanken, aber man merkt halt, da ist wieder was. Man kann mit ihr kommunizieren, auch wenn im Moment keine Worte kommen. Ja, in dem Moment, wo diese geistige Verbindung, wo du so den ersten Kontakt zu Inariel aufnimmst, spürst du so ein geistiges dich anspringen und in den Arm nehmen. So ein wirklich Freudestrahlen, dass du das tust. Und im nächsten Moment, wo ich dann die anderen spüre, auch von Inariel, so ein Schock und der Blick geht rüber zu Liberiel, weil bei ihr einfach nichts da ist, beziehungsweise dieses bedrohliche Wegsperren da ist. Das, was man normalerweise von mir kennt, ne? Das ist halt echt nicht schön. Ja, also dieses kurze Freude und dann besorgt und dann schaue ich auch zur Liberie hin. Ja, bei Lyril ist es halt einfach so, also klar, sie ne, checkt so ein bisschen Metallfunktion, aber sobald sie halt auch diese geistige Berührung spürt, fällt ihr einfach ein Hinkelstein vom Herzen, ne? Und ja, da sie ja sowieso immer gerne mitgesungen hat, stimmt sie halt einfach aus lauter Erleichterung ein Lied an. Ich weiß nicht, ob euch allen das Sanctus was sagt, Koali garantiert. Ich möchte es jetzt eigentlich ungern singen, aber der Wortlaut ist im Grunde heilig Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind. Sing, nein, sing, oh. Sing, 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 sing. Okay. Ja. Ihr wolltet es so. Sagt nachher nichts, wenn euch die Ohren bluten, ja? Also. Sanctus. Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt coelit terra gloria tua.
Ich höre, ja. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. So. Ich habe die Melodie, glaube ich, nicht ganz hinbekommen, aber es, trotzdem, danke, danke, danke. Toll, toll, toll. So klingt es halt in der Zukunft Europas. Ja, ja. In der Höhle, die auch halt und alles und ja. So. Hat sich Liberia denn zwischendurch mal in ihre Gedankenkathedrale zurückgezogen? Oder nein, macht sie das jetzt? Oder? Nee, es ist mit voller Absicht ist sie nicht dahin gegangen. Sie wollte hier bleiben, in der Bewusstheit des Augenblickes. Sie ist ja abgeschaltet, so von den Gefühlen her. Sie wird aber in der Zeit, die sie da gesessen hat und Zitariels Schultern und Kopf gerieben hat und versucht hat, irgendwie ihr Bewusstsein zu erreichen, um sie zurück ins Leben zu locken, wird sie irgendwann so anfangen einzuschlafen. Und wenn sie kurz bevor sie wirklich einschläft, wird Zitariel wach geworden sein, sodass sie eben nicht in diese meditative Traumart abgedriftet ist, die sie vielleicht auch in ihre Kathedrale hätte bringen können, sodass ihre Gefühle wieder anspringen könnten. Aber das mit dem Singen, deswegen bitte ich dich, mir eine Karte zu ziehen, auch gerne offen. Das könnte nämlich durchaus sein, dass dass das mich die Gefühle wieder rauslässt. Ja, das achte Arcanum, Stärke, Leidenschaft, Kreativität, Risikobereitschaft, Charisma, Glanz, Erholung, Ausdruckskraft und so weiter und so fort. Ich könnte es lesen. Ja, da, genau. Leidenschaft, Kreativität, Risikobereitschaft, sehr schön. Glanz, Erholung, Ausdruckskraft, Gaben, Beherrschung, Überwindung von Angst. Also ich hab tatsächlich, wenn du mir das erlaubst, ich habe tatsächlich eine schöne Szene dafür, wenn du versuchst, wieder eine Bodenluke zu öffnen. Ja, klar. Also sobald, wenn du dich zurückziehst, wieder in die Gedankenkathedrale, dein anderes Ich rauszulassen, das da schreiend und wimmernd halt im Keller deiner Taverne haust. Erinnerst du dich, dass du beim letzten Mal einen neuen Bewohner in der Taverne hattest? Ja. Und du hättest es nicht erwartet. Normalerweise steht er jetzt in seiner Ecke, wo du ihn hingestellt hast, aber der steht jetzt vor der Klappe, schaut dich finster bedrohlich an und als du der Klappe näher kommst, zieht er sein Flammenschwert. Und sagt Stopp. Da steht halt der schwarz gekleidete Daniel, den du erschaffen hast, und verteidigt die Klappe. Was soll das? Beiseite, Daniel. Nein. Du hast hier nichts zu sagen. Ich bestimme diesen Ort. Nein. Hast du hier so viel Persönlichkeit entwickelt? Das in so kurzer Zeit von ganz allein? Sonst muss ich sie immer hineinschreiben. Die Persönlichkeit. Ich gehe langsam auf ihn zu. Ich fange an, ihn so ein bisschen zu umrunden. Er lässt das Schwert Objekt kreisen. Unter seiner Lupe, so ein Käfer unter der Lupe, den man interessiert betrachtet. Vielleicht kann Daniel sein alter Ego auch mal selber spielen. Das wäre vielleicht auch noch ganz interessant. Also du verteidigst die Klappe. Die andere Liberie muss beschützt werden da unten.
Bemerkenswert. Das hätte ich mir nicht zugetraut. Habe ich dich doch schon mehr erkannt, verstanden, als ich vermutet habe? Ich gehe so um ihn rum. Um dich rum, praktisch gesehen. Ja, er dreht sich dir quasi mit dir mit, also so, dass quasi seine Front immer zu dir geht. Das immer halt mit der Klappe dann im Rücken und halt auch das Schwert ausgestreckt. Warum machst du das? Man fühlt das, die Flammen des Schwertes tatsächlich auf der Haut. Ich streck so ein bisschen vorsichtig die Hand danach aus. Heiß. Ja, nicht so, dass ich mich verbrenne, sondern nur, dass ich wirklich die Wärme intensiv spüre. So nah war ich einem Gabriels Schwert dann doch noch nicht, schon gar nicht im entflammten Zustand. Ob es sich da draußen genauso anfühlt? Komm so ein bisschen näher, sodass es wirklich heiß wird und ziehe dann die Finger zurück. Warum machst du das, Daniel? Daniel hat den Befehl bekommen, die Klappe nicht aufzumachen. Sich zu verteidigen. Das, was da eingeschlossen ist, darf nicht nach draußen. Den Befehl habe ich dir gegeben, nicht wahr? Ich lege so ein bisschen den Kopf schief und lausche so ein bisschen auf die Musik, auf den Gesang, der von der Realität herüber schwappt, der mich überhaupt erst wieder hierher gebracht hat. Es schallt das Sanctus leicht durch die Taverne. Sag mir, Daniel, bin ich nützlicher ohne das? Ich deute auf die Klappe hinter dir. Du bist der Kämpfer, du bist der Krieger. Du bist der, der Befehle befolgt, koste es, was es wolle. Bin ich nützlicher ohne das da? Jetzt kurz nochmal für mich. Welche Liberiel war da jetzt nochmal drin? Da unten sind Liberiels Gefühle. Ja, ja. Also es ist beides Liberiel. Die eine, also... Das eine ist nur Funktionalität, ohne Gefühl, ohne große Persönlichkeit wahrscheinlich, und das andere ist halt wirklich Gefühl. Opferbereitschaft, Freundschaft, Vertrautenbasis. Das, was sie zu sich macht. Und nicht bloß zu einem Engel des Ramiel. Also, wenn der echt, also der echte Daniel hätte jetzt auf jeden Fall, also einmal hat er den Befehl gekriegt, das zu verteidigen. Und dann das zweite Mal, Gefühle, hallo? Ist eine fiese Frage, ja. Für den Gabrieliten, ja. Deswegen steht ja auch der Gabrielit da und verteidigt und nicht jemand anders. Der Tod steht zwischen dir und deinen Gefühlen, Liberiel. Wäre es ohne Gefühl nicht passiert? Wäre Cetariel ohne Gefühl nicht fast gestorben? Wären wir alle ohne meine Gefühle, ohne meine Angst fast nicht gestorben? Oder war es wirklich eine Falle der Traumsaat?
Oder bin ich diejenige? Bin ich diejenige, die es... die uns fast umgebracht hat? Das ist die große Frage. Aber die wird dir der Tod nicht beantworten. Das kannst du dir nur selbst beantworten. Ein Krieger denkt nicht an das, was hätte sein können, sondern er hat die Zukunft im Auge. Den nächsten Augenblick. Er antizipiert die Handlungen seiner Feinde, um darauf passend reagieren zu können. Ich bin kein Krieger. Ich bin ein Hüter des Wissens. Ich kann in die Vergangenheit sehen und ich kann durch Gottes Willen die Zukunft sehen. Ich kann und ich will die Handlungen der anderen vorhersagen. Ich kann sehen, wenn sie lügen oder die Wahrheit sprechen. Ich kann ihre Gedanken sehen. Ich kann sie lesen, wie ein Buch, wenn Gott mir die Gaben dazu gibt. Ich bin kein Krieger. Aber offenbar kann ich trotzdem der Tod der Gruppe sein. Das heißt, man muss den Tod wohl überwinden, wenn du zurück willst. Muss ich sterben, um zurückzukommen? Den Tod zulassen? Ich mache langsam einen Schritt auf ihn zu. Lyriel steht dort draußen und singt. Sie singt vor Freude, weil Citariel aufgewacht ist. Sie hat sich nach uns ausgestreckt, sie ist zurück. Ich habe ihre Berührung gespürt und ihr Fordern. Sie weiß, was mit mir ist. Es ist ihr Befehl, dass ich das da rauslassen soll. Und auch das Lied verlangt es. Ich mache noch einen Schritt auf den Gabrieliten zu. Wenn du dann erzählst, das ist ein Befehl, das ist ja Daniels Stichwort, von Citariel ist, senkt er erst sein Flammenschwert, macht dann einen Schritt zur Seite. Dann ist es wohl ihr Wille, dass du vollständig zurückkehrst. So ein Citariel hat sogar hier erst sagen. Wahnsinn. Dann ist ihr Wille an diesem Ort stärker als meiner hier. Dabei soll es mein Refugium sein. Du bist dort draußen ein eigenständiger Engel. Hier drin bist du meine Schöpfung. Kirithiel sagte mir, dass alles hier unten von mir erschaffen ist. Damit mache ich einen weiteren Schritt auf dich zu. Mein Blick, so hart, wie man ihn in der Realität von Liberiel sonst nie sieht, außer vielleicht, wenn sie ihre Gefühle ausgeschaltet hat, die ja weiter auf dich zukommt und anfängt zu sprechen. Ich bin mutig und ich bin stark. Ich habe keine Angst und ich lasse mich nicht von dir einschüchtern. Der Herr, mein Gott, geht mit mir. Er hält zu mir und er lässt mich niemals im Stich. Mit jedem der letzten Worte trete ich weiter auf den Gabrieliten zu und versuche, ihn in die Ecke zu drängen, wo er hingehört. Hier in meinem Haus, der Kathedrale der Gedanken.
selbst wenn mir dabei dieses Flammenschwert unangenehm nahe kommt und anfängt, die Kleidung, die ich hier trage, zu versengen. Und auch ohne die Flügel wird ihre Präsenz hier irgendwie größer. Und ja. Hoffe, er weicht tatsächlich zurück. Ja, also das würde Daniel dann auch tatsächlich tun. Also mit jedem Schritt, den du auf ihn zumachst, macht er quasi denselben Schritt zurück, sodass der Abstand eigentlich immer gleich bleibt. Und würde dann tatsächlich auch irgendwann dann in seine Ecke ankommen, wo du ihn ja hintreiben willst. Und sich dann da auch in Anführungszeichen in die Ecke drängen lassen. Stehe tief durchatmend vor dem Gabrieliten in meiner Kathedrale der Gedanken. Ich bin ein Engel Ramiels. Wir sind die Engel des Herrn. Boten des Lichts, wir hören und wir gehorchen. Wir dienen Gott und der Kirche. Wir bewahren das Wissen. Dann drehe ich mich mit einem Ruck um, schaue zu dieser Bar, die recht mittig im Raum angeordnet ist und sage, ein Branntwein für den Gabrieliten. Und spielt lauter die Musik. Ich hätte gerne, und nenne dann den Titel des Liedes, das draußen gerade auch gesungen wird, was dann aufgespielt wird, und dann trete ich auf diese Falltür zu und greife nach diesem Schloss, das unter meinen Händen meinem Willen folgend zerbröselt. Ich ziehe diese Luke auf, man hört ein Schreien, das vorher nur gedämpft zu hören war, das jetzt rauskommt aus dieser Luke. Und in dieses Schreien spreche ich die Worte, komm raus, dein ist die Suche, dein ist die Kathedrale. Dein ist das Wissen und dein sind auch diese verdammten Gefühle. Damit kehre ich in die Realität zurück und fange auch da an zu schreien. Man hört ein verzweifeltes, es tut mir leid. Damit werfe ich mich so vorwärts über Zetariel, bedecke sie mit meinem immer noch aufgelösten Haar, werfe mich so über ihren Oberkörper und schluchze auf ihrer Brust. Nein, ich werde dir dabei nicht das Genick brechen. Ich hoffe. Dieser Schrei ist dann eventuell auch der Moment, wo Daniel, nachdem er über Lyriels Gesang und die Erkenntnis, dass alle müde sind, wirklich mal über diesem Verbandsknäuel kurz weggenickt ist, dann wieder aufschreckt und quasi direkt in der Alarmbereitschaft ist. Das Erste, was Liberia wieder mitgedeckt, mit Flammenschwert. So in etwa, ja. Ja, alles tut weh. Das leid. Hat die Berien in ihrem Kopf. Alles meine Schuld. Alles meine Schuld. Ich hab nicht aufgepasst, ich hab nicht auf dich geachtet. Da war dieses Licht in der Bergwand und ich dachte, es gibt vielleicht mehr Eingänge zu dem da unten und dass die doch dann auch zugemacht werden müssen. Ich hab nicht aufgepasst, es tut mir leid. Hört man schluchzen durch diesen Vorhang aus rotblondem Haar. Und mir tut es leid, dass ich kein guter Anführer war. Ich habe deine Fähigkeiten überschätzt. Ich habe keine. Fähigkeit.
dich an deinen Flügel anzupassen. Wir hätten um das Gebirge herumfliegen müssen. Ich geh mal dahinter, knie mich so und tätschel so den Rücken. Ja. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein bisschen mit eingequetscht wurde. Ich war auch bei Citariel. ich würde jedenfalls auch irgendwie schauen, dass ich Liberiels, naja, Arm vielleicht besser nicht, aber ihre Schulter, ihren Rücken erreiche. Und nicht tätscheln, sondern nur die Hand auflegen. Und du merkst halt, wie wirklich so ein, ja, du hast ja schon öfter mal ihre Kraft mitbekommen. Da war das mehr so wie so ein rauschender Bach und jetzt ist es mehr so wie das Tröpfeln um euch rum, aber du merkst ja trotzdem, dass so ein bisschen Kraft in dich kommt, bis es halt wirklich aufhört, auch so zu tröpfeln. Also es scheint nicht mehr so viel zu sein. Nicht mich, du musst Citariel heilen. Nicht mich, ihr braucht sie. Sie ist viel drängender als mich. Hey. Nicht mich. Liberiel? Nein. Liberiel. Nein, ihr müsst sie heilen. Wir müssen ruhen. Ihr müssen, braucht sie. Ich bin nutzlos. Ihr braucht sie, wenn ihr das schaffen wollt. Wir müssen einfach nur ruhen. Alles ist gut. Aber schau mal, was ich hier habe. Ich nehme so ein bisschen Kaninchen, das mit den Salbeiblättern über dem Feuer gerostet wurde und reicht dir das so hin. Das riecht auch gut. Wo hast du das denn her? Nein, Citariel, du musst essen. Du musst das klein rupfen und zerstampfen. Citariel, unter dir. Ich kann nicht essen. Ich habe immer noch innere Blutung. Ich krieg doch nicht mal die Augen auf. Isst du was? Ich krieg immer dich mit, wie es schmeckt. Lass mich hier einfach nur liegen und existieren. Ich bin gerade vollkommen zufrieden damit. Liberiel, jetzt nimm es an, setz dich hin und beruhig dich. Das ist die größte Hilfe, die du jetzt gerade für Citariel aufbringen kannst. Gut, hast du schon gegessen? Ich esse jetzt gleich. Wir essen jetzt alle und danken dem Herrn dafür, dass er uns dieses Essen gegeben hat. Ich reiche dir das Stück Fleisch, ich reiche jedem von euch ein Stück Fleisch. Ja, Liberiel fängt jetzt erstmal an, sich bewusst in dieser Höhle umzusehen und stellt fest, dass sie in einer Höhle sind, die stockduster ist, mal abgesehen von dem Feuer in der Mitte. Yay, Paranoia! Yay, tanzende Schatten! Ja, super! Hält sich dann eine Hand immer noch auf Citariels Schulter, der Kopf, der ja immer noch so ein bisschen bei ihr auf dem Schoß liegt, und in der anderen hat sie jetzt eine Hasenkeule. An zu essen. Immer noch die Wangen rot und tränig und die Augen, die schwimmen vor Tränen und immer wieder so ein leises Nase hochziehen und hixen. Ja, Liberiel wird erstmal schauen. Wir hatten ja auch Getreide dabei, werden wahrscheinlich aus dem Dorf auch noch halt irgendwie was Brot mitbekommen haben oder sowas und wird sich eher daran halten. Aber so ein bisschen widerwillig am Kaninchen, weil sie halt weiß, dass sie einfach Kraft braucht. Aber scheint ihr nicht so ganz zu behagen. Schmeckt und, nicht. Doch, alles in Ordnung. Ich habe lieber Brot und esse halt dann was. Aber danke, das tut gerade gut. Ja. Ich hatte gezuckerte, getrocknete Früchte in meinem Bündel. Ist das mit aufgetaucht aus dem Schnee? Weiß ich nicht. Vielleicht magst du davon was essen. Du kannst doch alle aufessen. Ich lasse dir bestimmt welche übrig. Danke. Ich weiß nicht, Inariel hatte deine Sachen gesucht, glaube ich. Ich hatte nur ein
habe so ein bisschen den Bündel hoch, hatte meine Sachen zusammengesucht. Nein, ich habe da kein Bündel mit gezuckerten irgendwas gefunden. Aber Bücher. Die Bücher. Wie viele? Du hattest gesagt, eins fehlt? Zwei fehlen. Wie viel hattest du? Mit dem vier. Auf jeden Fall. Zwei. Hier, da sind deine hübschen Bilder. Das ist schön. Das ist gut, danke. Schade, dass die Früchte weg sind. Vielleicht finden wir sie ja irgendwann. Ich werde morgen noch mal hochfliegen. Dann sind sie hart gefroren. Dann muss man sie lutschen. Das ist auch gut. Dann hat man doch viel länger was davon. Das ist viel besser. Hier, trink noch einen Tee. Und ich habe halt auch Minztee aufgebrüht und und Salbei zur Auswahl. Ich habe ja genug dabei. Nicht köstlich, danke. Ach, ist ja nicht viel dabei. Wenn wir uns umgesehen haben, sollten wir den Eingang versiegeln, damit wir alle schlafen. Ich wollte sowieso noch mal tiefer in die Höhle und gucken, was da ist. Vielleicht, ich möchte nicht, dass eine Überraschung aus der Höhle kommt. Nach dem Essen gehe ich schauen. Ich werde bei dir sein. Das freut mich, dass du bei mir bist. Wie geht's deinem Kopf, Daniel? Besser. Der Aufprall mit der Traubsaft war hart. Ja, ich habe ihn nicht mehr ganz mitbekommen. Aber irgendwas ist heftig explodiert. Chitin kann zerbrechen, wenn es zwischen zwei Steine gerät. Du hast noch auf mich gehört da oben. Das war gut. Selbstverständlich. Ich glaube nicht, dass das so selbstverständlich ist. Nicht mehr. Ein wahrer Anführer kümmert sich um die, die zu schwach sind, um für sich selber zu sorgen. Oh, haben wir keine schwachen Engel in dieser Schar? Es gibt viele Kämpfe, die man kämpfen kann. Du bist auf einem Schlachtfeld der Spezialist. Aber ein anderes hast du gerade erst betreten. Daniel überlegt, was du damit gemeint haben könntest und kommt zu keiner Erkenntnis. Das ist in Ordnung. Du wirst dich an meine Worte erinnern. Irgendwann. Ich möchte, dass wir, sobald wir feststellen, dass die Höhle sicher ist, alle schlafen. Und morgen werden wir eine Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, ob diese Schar, so wie sie ist, fortbestehen wird. Aber nicht. Ja. Ich möchte, dass sich jeder dazu Gedanken macht. Gut. Dann lasst uns jetzt gucken, ob die Höhle sicher ist und dann sollten wir ruhen. Ich mach das. Alles in Ordnung. Stehe ich auch auf und ein bisschen ist das linke Bein immer noch ein bisschen rumpelnd. Gehe ich mal tiefer in die Höhle
die Augen, die sich an das Dunkel sehr schnell gewöhnen. Und dann erkunde ich die Höhle ein bisschen. Achte darauf. Ich würde auf deiner Schulter irgendwie sitzen oder in deinem Hinterkopf, weil ich quasi jetzt ganz nah und durch deine Augen alles beobachte. Ja, dann merkst du, dass das Nariel sehr konzentriert ist, sehr fokussiert. Hier nicht nur seine Augen benutzt, sondern auch seine anderen Sinne. Schaut, ob hier irgendwie vielleicht Kot oder so etwas ist. Auch von Traumsaatkreaturen haben vielleicht irgendwelche Abfälle. Und riecht auch immer mal wieder, bleibt stehen, riecht, ob hier irgendwas fremd riecht. Sollte hier abgestandene Luft, Wasser, Erde riechen, alles andere ist komisch. Und so gehe ich. Tatsächlich riechst du, wenn du irgendwie, du riechst Wasser halt. Und wenn du weitergehst, kommst du an einen großen unterirdischen, ja, es ist eine Art See, aber es ist bewegtes Wasser. Also irgendwohin scheint Wasser zu und wieder abzufließen. Und das Glas, glasklar. Und selbst du hast ja, du kannst ja im Dunkeln sehen, aber links ist ja auch deine Sicht ein bisschen eingeschränkt durch Dunkelheit. Siehst es irgendwo funkeln und glitzern unter der Wasseroberfläche. Also das ist nicht Stein, was da unten ist. Was ist das, Zitarie? Ich fürchte, du musst näher ran, ich kann das nicht erkennen. Ich tauche mal so eine Hand in das Wasser und es ist eiskalt. Ich nehme mal so eine Handvoll und trink mal davon. Es schmeckt, ja. Also es ist ein kaltes Wasser, aber du hast halt gewartet, hast halt so Wasser aus einem frischen Gebirgsbach oder so zu trinken. Mhm. Dieses reine Wassergeschmack, also dieser reine Wassergeschmack stellt sich nicht ein. Irgendwas ist dann noch irgendwie, es schmeckt sehr, ja, eisenhaltig. Und hat noch irgendwie einen anderen Beigeschmack, den du gerade nicht richtig zuordnen kannst. Ich gehe so ein bisschen im Wasser hin und her. Und ja, Zitarie merkt, dass dieses Gefühl da rein, aber eigentlich viel zu erschöpft und auch das. Morgen. Ja, ich weiß ja, dass die Kälte ist zu anstrengend. Morgen dann, können wir uns das genauer ansehen. Ja, morgen, wenn du wieder wach bist. Es tut mir übrigens leid, Inariel. Was? Ich wollte dich nicht verletzen. Es musste schnell gehen, es ist alles in Ordnung. Es ist doch gar nichts passiert. Es war besser so, sonst wäre es schlimmer geworden. Sonst wären wir alle drei ohne zu bremsen aufgeschlagen. Es wäre schlimmer geworden. Du hast alles richtig gemacht. Dennoch hätte ich dich nicht verletzen sollen. Ich werde das nächste Mal vorsichtiger sein. Solange es genauso schnell geht. Und dann gehe ich auch wieder zurück. Wahrscheinlich so eine halbe Stunde weg gewesen sein. Es ist alles sicher, wir können schlafen. Danke, dass du nachgeschaut hast. Ja, verteile halt die Decken und guck mir mal nochmal meine Finger an. Die Farbe ist jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen blasser. Doofe Finger, ladet euch schneller wieder auf. Denke ich so ein bisschen bei mir. Ja. Und, ja. Wir sollten zusammenrücken. Zusammen sind wir wärmer. Einverstanden. Und ich,
guck so wahrscheinlich, vielleicht, ist, ob Daniel schon wieder eingenickt ist über der Beschäftigung, die ich ihm gegeben habe. Dann würde ich ihn so ein bisschen, jetzt nicht direkt am Schlafittchen packen, aber ich würde ihn auf jeden Fall dann mit in den Kuschelklüngel ziehen. Ja, apropos Kuscheln, ne? Cat-Content. Cat-Content, ja. Flausch-Content, ja. Die Kleine war eben auch schon da, aber bei ihr sieht man das kaum. Die Berie kriegt dann tatsächlich ein schwaches Bild, wenn alle so zusammensitzen, wie sie ihre großen Flügel schützend um alle legt, um die Luft und die Wärme da zu halten. Das macht sie auch. Ja, sowieso. Es ist ja super gut. Man hat ja immer irgendwie so eine Art Decke dabei. Man kann die Flügel so um sich legen. Da ist man ganz gut geschützt. Und das tue ich auch. Es ist ein bisschen merkwürdig, so dieses Gefühl, so nah beieinander zu sein, ist irgendwie schön. Und, aber irgendwie, aus irgendeinem Grund, ist Inariel das so ein bisschen peinlich bei den drei Mädchen. Weil irgendwie sind die ja doch anders als ich. Und ja, er wird, es ist so ein bisschen, er sitzt da so ein bisschen steif und ist das ein bisschen unangenehm, aber irgendwie ist es auch schön. Ich krieg das nicht mehr mit, ich bin die Erste, die weggenickt ist. Also. Das ist sehr gut, da bin ich sehr froh drum. Da ist dann auch die Verbindung wieder weg, also es ja, kriegt doch kein anderer so mit, aber ich bin halt direkt so, schlafen. Das ist gut so. Ja. So eine geistige Verbindung würde so manches Teenager-Leben bereichern. Oh Gott. Inariel fühlt sich unwohl. Warum? Ich weiß nicht. Mir ist irgendwas peinlich. Inariel, was ist dir peinlich? Nee! Ich kann das überhaupt nicht. Das ist viel Ruhe. Ich freue mich dann auch, wenn diese Gespräche immer tatsächlich kommen. Ja. Keine Sorge, die werden noch kommen. Mhm. Ja, ich, also Lyra rückt auf jeden Fall dann halt möglichst nah an Citaria, damit sie halt, falls doch nochmal irgendwie was passieren sollte, direkt eingreifen kann. Ja. Ansonsten ist sie wahrscheinlich auch ziemlich schnell weggeknickt, weil sie hatte jetzt eben nochmal ein bisschen Kraft aufgewendet und das Ganze beschäftigt tun und den anderen, die Überzeugung vermitteln, dass sie die ganze Zeit weiß, was sie tut und was sie noch tun kann und was sie machen kann. Das kostet halt auch Kraft. Dementsprechend ist sie auch eigentlich ziemlich schnell weg, ohne sich nochmal wirklich darüber bewusst zu werden, wie jetzt alle zusammensitzen, sondern einfach nur. Ja, wahrscheinlich, wenn Citariels Verbindung wegbricht, dann ist auch das erste Mal, dass Lyril dann wahrscheinlich zulässt, dass diese eigentlich weiß ich gar nicht, was ich zu tun habe, Gedanken hochkommen. Ja. Ja. Ist halt irgendwie dieses ständige Kontrolliertwerden durch den Michaeliten ist halt einerseits von Vorteil, andererseits ein bisschen einschränkend. Kontrollieren? Ja, nicht? Ja, mit der Ruhe. Ich habe mich alle anderen auch kontrolliert. Ich bin ja nur der Dreh- und Angelpunkt. Jetzt mit der einkehrenden Ruhe und der schlafenden, schweigenden Gedankenverbindungen hat Liberia jetzt auch mal Zeit, die wieder angestellten Gefühle zu sortieren und die Tränen, die immer wieder hochgeschossen sind, jetzt auch tatsächlich mal zum Versiegen zu bringen. Und wenn wir da in diesem Klüngel sitzen, wird sie vielleicht die sein, die als letztes einschläft, aber was man von ihr hört, ist, dass sie leise anfängt zu singen. Tatsächlich Schlaflieder. Schlaflieder der angelitischen Kirche. Dass Gott da ist, über uns wacht, uns leitet und er immer an unserer Seite ist und uns nichts geschehen kann, solange er da ist. Puschelschwanz. Ja, ich bin auch immer da, auch wenn ihr mich nicht die ganze Zeit seht. Und so singt sie noch eine ganze, ganze Weile. Singen hilft ihr, ihre Gedanken zu sortieren und wieder zur Ruhe zu kommen. Und ja. Genau.
Ja, normalerweise ist das ja bei Engeln so, dass sie eigentlich nicht schlafen, sondern eigentlich in so einen meditativen Zustand überwechseln. Aber aufgrund der Erschöpfung und aufgrund der Erlebnisse sinken unsere fünf Engel in einen, ja, in einen leichten Schlaf nur, der so eine Mischung ist vielleicht aus Schlaf und Meditationsübung. Vielleicht kippt der ein oder andere auch gegen den anderen, weil ihr seid ja auf so einem Knoll gerade. Das heißt, richtig umkippen kann ja auch keiner. Und ja, vielleicht ist das das erste Mal seit vielleicht Monaten oder Jahren vielleicht sogar, dass ihr das erste Mal richtigen Schlaf habt. Weil normalerweise brauchen Engel das ja nicht. Ja. Umso erholsamer ist es, als ihr am nächsten Tag aufwacht oder erwacht aus diesem schlafartigen Zustand. Traumlos ist die Nacht vergangen. Das Einzige, was euch noch beschäftigt, sind die Geschehnisse des letzten Tages. Dieses Chaos, vielleicht wühlt es sich in den ein oder anderen albtraumartigen Szene nochmal nach oben. Aber das müsst ihr selber entscheiden, was ihr da hattet. Ansonsten würde ich sagen, war es einfach eine traumlose Nacht, die relativ erholsam ist. Ja, wenn ich aufwache, schaue ich mal, ob noch ein bisschen Glut da ist, damit man das Feuer gleich wieder anfachen kann. Ja, du müsstest neues Holz holen, aber... Ja, das ist gut, das wollte ich sowieso. Ich wollte sowieso dann mal. Dann kletter ich raus aus der Höhle und schaue mal, wie hier das Wetter ist. Ist Inariel schon mal verletzt gewesen, aber ernsthaft? Ja, der hatte schon mal eine Schusswunde in der Schulter. Okay. Dann, damals bist du von einem Raphaeliten geheilt worden auch, oder was? Ja. Das heißt, es ist relativ schnell geheilt worden. Ja, bei dem Klettern aus dem Schacht heraus stellst du nämlich fest, dass dein Bein wieder relativ gut belastbar ist. Also, wo du gestern noch humpeln musstest, schaust du nach unten, auch die Körperzellen, die Lyril ja auch regeneriert hat, sind eh wieder, die Wunde ist ja geschlossen worden, aber selbst von den Narben ist kaum noch was zu sehen, von diesem tiefen Schnitt, den Cetariel die da zugefügt hatte, und von den Klauenspuren der Traumsaat. Und auch wenn die anderen erwachen und Cetariel ansehen oder Liberiel ansehen, diese blauen Flecken sind deutlich weniger als noch, bevor ihr eingeschlafen seid. Daniels Kopfschmerzen sind total verschwunden. Und auch Lyriels ausgekugelte Schulter tut es, ist nur noch ein kleiner blauer Fleck zu sehen. Und die Tinte in den Fingern ist zur Hälfte wieder regeneriert. Und deutlich gestärkt ist auf jeden Fall Cetariel, wenn sie die Augen aufschlägt. Nicht ganz geheilt, aber deutlich stärker als gestern. Wenn die Raphaelitin so auf mir schläft, dann weiß ich auch, warum nur die Hälfte wieder da ist. Das könnte passieren. Sobald sie aufwacht, den Befehl fragt, so, ist der Tariel schon wach? Nein? Mhm. Okay, einmal das sehende Auge. Mhm. Okay, ja, da noch ein paar innere Verletzungen. Da kommt jetzt Kraft hin. Jetzt vielleicht nur noch wieder ein Drittel. Also wenn du das sehende Auge benutzt bei Cetariel, machst du das? Ja. Also verlässt nochmal deinen eigenen Körper und schwebst dann durch Cetariels Körper durch. Beim letzten Mal hattest du ja kaum diesen göttlichen Funken gesehen. Es ist immer noch dunkel hier und beklommen in diesem Körper. Wenig von dem, was man sich unter göttlich vorstellt. Allerdings merkst du, wie Cetariels Körper sich gegen diese Verletzungen stemmt und irgendetwas in ihr arbeitet gegen die Versetzung an. Die Selbstheilungskräfte eines Engels sind am Werke. Die göttliche Kraft schießt durch die Muskeln, die zersprengt worden sind, und fügt sie wieder zusammen. Die Knochen fangen schon an zu heilen. Das, was bei Menschen Monate oder sogar Jahre dauert, gerissene Sehnen oder so etwas, sind über Nacht angewachsen schon wieder. Das ist der göttliche Körper eines Engels, der ihr heilt. Ja, ich muss
zwar trotzdem wieder daran denken, dass es zwar nicht anders ja, aussieht, sehen tut man ja sowieso nichts, aber sich nicht so großartig anders anfühlt, aber das entlockt mir dann doch ein zufriedenes Brummen, wenn ich auch sehe, dass entsprechend meine Schienen ihr Werk getan haben, dass halt alles gerade wieder zusammenwächst und ich würde halt trotzdem gerade so in Richtung ja, was an inneren Verletzungen da war, würde ich halt trotzdem noch mal ein bisschen Kraft schicken, dass es halt einfach noch einen Ticken schneller geht und ja, würde dann aber zufrieden brummen, ganz unauffällig meine Hand wieder wegnehmen. Ah, ich habe gar nichts gemacht, wenn du aufwachst. Ich, was ihr wohl merkt, ist, dass bei euch allen wohl der Fall ist, dass irgendwie so eine, ja, ihr merkt irgendwas so, weil euer Körper ist so völlig unter Spannung, obwohl ihr den ja eigentlich gerade nicht viel, ihr habt ja geschlafen, ne? Es ist so, als ob der in ständiger Alarmbereitschaft, also Daniel würde vielleicht Adrenalin sagen, das da durch euch durchpumpt. Irgendwas passiert in eurem Körper und das ist nicht wirklich körperlich anstrengend, aber es ist irgendwas zehrt an eurer geistigen Kraft. Irgendwie ist es auf eine andere Art und Weise anstrengend, dieser Zustand. Aber ihr merkt, dass euer Körper mit den Verletzungen, die ihr zugefügt bekommen habt, gerade umgeht. Und wer von euch schon mal ernsthafter verletzt war, Daniel wahrscheinlich am ehesten. Obwohl, der ist ja jetzt auch nicht so schwer verletzt gewesen. Der Zitariel wird es wissen. Die kennen das schon. Zitariel hat ja schon mal einen Absturz überlebt und auch komplett alleine geheilt, ohne irgendwie Raphaeliten in der Nähe. Ja, und im Laufe des Tages, sie wird erstmal noch liegen bleiben, unbewegt, wie sie ist, einfach um halt ihrem Körper die Ruhe zu geben, die er braucht, weil sie das noch aus der Erfahrung kennt. Aber irgendwann, keine Ahnung, Mittag irgendwie so um den Dreh, wird sie sich dann bei Lyriel nochmal einklinken. Jetzt schon viel kräftiger als vorher, also ihr merkt auch, die geistige Verbindung ist jetzt wieder fast voll da zwischen uns allen, bedeutet, der geistige Chatroom funktioniert wieder auf voller Leistungsstärke. Es können jetzt auch wieder Bilder gesendet werden und sogar Videos. Und Lyria wird halt irgendwie plötzlich merken, wie sie so gepackt wird und quasi in so einen privaten Chatroom geschoben wird, wo halt die anderen das nicht unbedingt mitbekommen, da geht so ein Vorhang zu. Und dann würde wirst du Zitariels Stimme in deinem Kopf hören. Könntest du bitte nach meinem Flügel sehen? Ich glaube nicht, dass ich noch einen Absturz. Ich glaube nicht, dass ich ihn nochmal benutzen kann, wenn wir uns da nicht gesondert drum kümmern. Ja, natürlich. Du merkst, dass sie halt mit dieser geistigen Ebene, also nicht so ganz zurechtkommt mit dieser geistigen Kommunikation, weil sie die halt laut antwortet und vielleicht so ein bisschen, ja gut, wobei ihr kennt das ja, aber sonst so ein bisschen so, hä, wem was? Achso, ja, okay. Aber dann, ja natürlich. Und halt entsprechend nochmal alle Seilen mobilisieren und halt mich gesondert um den Flügel nochmal kümmern, dass entsprechend auch vielleicht, ja, ich weiß ja jetzt nicht, was da vorher dran war, aber wenn halt entsprechend, wenn es daran läge, dass zum Beispiel ein Bruch entsprechend falsch geheilt wäre, ob man es halt vielleicht tatsächlich sogar nochmal neu brechen und nachschienen müsste. Aber halt nur darauf hinarbeitend, dass halt der Flügel dann wieder richtig funktioniert. Ja, wird halt, wie gesagt, ja, das sehende Auge nochmal anwenden, um halt genau nur den Flügel nochmal zu untersuchen und da halt nachzuschauen. Ja, du wirst halt, wie gesagt, diese ganz alte Verletzung finden, die, wenn du dich da genauer darauf konzentrierst, halt davon zeugt, dass halt irgendwas den Flügel fast komplett durchgebissen hat. Mhm. Und zwar am Ansatz. Bedeutet, der hing halt schon mal nur noch an irgendwelchen Sehnen oder so. Und da sind halt jetzt die Muskeln und Sehnen irgendwie auf natürliche Weise, aber halt schlecht zusammengewachsen, sodass sie halt, deswegen war der immer so ein bisschen lahm und steif und sie musste ihn immer irgendwie bewegen oder dehnen, bevor sie überhaupt damit fliegen konnte. Und jetzt nach dem Absturz und unter der Lawine liegen, ist das Ganze halt ein Trümmerfeld. Also das muss neu verkabelt werden, könnte man sagen. Ich weiß nicht genau, ob der nochmal gebrochen werden muss. Vielleicht. Aber naja, ansonsten ist da halt nicht mehr viel. Also die, ja,
der muss halt wirklich einmal zumindest von den Muskeln und Sehnen her irgendwie neu strukturiert werden, sonst war's das. Schade, dass es keine Technik gibt. So ein Cyberflügel wäre doch cool jetzt. Tja, mir doch noch mal eine Karte, damit ich weiß, ob der Flügel noch mal gebrochen werden muss. Weil es ist ja lustig, ne? Meinst du, Karten ziehen ist lustig? Du hast, du bist gerade erst aber aus den Beinen. So ein bisschen sadistisch. Aber wir haben gerade ein bisschen mehr Glück mit den Karten. Ich wollte gerade sagen, die Karten haben ein schlechtes Gewissen. Ne? Die haben ein schlechtes Gewissen, sie müssen das von letzter Woche ausbügeln. Das nullte Arcanum der Ketzer in aufrechter Bedeutung. Entscheidungsfreiheit, neue Möglichkeiten, Mut, Ekstase, Kreativität, Risikobereitschaft, Vertrauen, Wahlfreiheit und Abenteuer. Und Abenteuer. Ach, so ein Flügelbrechen ist doch ein lustiges Abenteuer. Genau. Das ist lustig, weil das ist derselbe Text, den 2, ich gerade eben hatte, Risiko. Aber beim fünften Arcanum. Und zwar auch in aufrechter Bedeutung. Mal sehen. Ja, also Mut und Ekstase und Risikobereitschaft und neue Möglichkeiten klingen so ein bisschen danach, als ob das halt echt einmal und dann können wir es neu strukturieren. Finde ich nicht so, finde Zetaria nicht so knorke, während sie dir dabei zuguckt, wie du in ihrem Körper rumsurfst. Ja, du merkst halt, oder beziehungsweise da Lyriel das ja nicht abschotten kann, merkt ihr halt alle so ein bisschen. Kriegen alle mit. Unbehagen und, Unwohlsein und oh nein. Und sobald Lyriel wieder in ihren Körper zurückkommt, guckt sie sich das so an, so denkt so an ihre eigenen. Daniel, ich bräuchte noch mal deine Hilfe. Das wird wieder wehtun, oder? Ja, aber diesmal nicht mir. Ich hab ja meine Sache dabei. Ich habe ja quasi also wie so eine Rolle. Es gibt ja viele Handwerker, die halt ihre Handwerkssachen in so einer Rolle haben, in so einer Werkzeugrolle. Sowas habe ich auch. Mit entsprechenden Werkzeugen und die rolle ich dann halt jetzt mal aus und da blitzen und blinken so ein paar Instrumente entgegen und ich nehme halt ein ziemlich fies aussehendes Messer und einen Beißklotz tatsächlich und ich stehe einmal so kurz ab und dann Zetarien. Das wird dir nicht gefallen und das wird auch ziemlich wehtun, aber dann sollte es dem Flügel hinterher viel besser gehen. Das wird mir nicht wehtun. In Ordnung, brauchst du den dann? Ich hatte den Weißklotz so hin. Genau, ja. Daniel, mach, was du tun musst. Okay. Daniel, und ich zeig dir halt Stellen praktisch an. So eine und, Fähigkeit. Die Frage ist, kann Daniel seinen Anführer verletzen? Sag ihm halt die Stelle an. Da müsste der Flügel einmal gebrochen werden. Ich guck so zu dir hoch. Schaffst du das? Sonst kann er nicht wieder richtig heilen. Du siehst, wie Daniel auf dich runterschaut, die Augenbrauen hochzieht. Ich soll Zetariel die Flügel brechen. Nur den einen. Genau da. Er guckt dann einmal zu Zetariel rüber. Ja, die liegt immer noch bewusstlos halt auf ihrem Bett. Also sie ist halt im Moment hauptsächlich geistig da. Danach geht's ihr besser. Ja. Daniel ringt tatsächlich so ein, zwei Minuten mit sich. Bitte, ich schaffe es nicht. Also die Blicke wandern auch immer von dem Flügel zu Lyriel, wieder zu dem Flügel zurück. Einmal so komplett fragend in die Runde, bekommt da dann auch keine Antworten. Dann zuckt er mal kurz mit den Schultern und
setzt dann genau da an, wo Lyriel sagt, dass er ansetzen soll, und dann wird es mal kurz und für Citariel schmerzlos Knack machen. Ja, und alle anderen drumherum haben Schmerzen. Definitiv. Oh, nein, oh. Daniel empfindet dabei tatsächlich auch Schmerzen, aber da Citariel bewusstlos ist, kriegt ihr das ja zum Glück nicht mit, und er würde das auch versuchen. Bewusstlos. Nur mein Körper schläft. Also, das heißt, ich bin geistig total da. Ich gucke mir das an, aus vier verschiedenen Perspektiven. Das ist so ein bisschen, als hätte ich so vier Drohnen im Raum. Und dann kriegt ihr tatsächlich auch mit, dass Daniel dabei beim Knacken auch so leichtes Empfinden von Schmerz hat. Ja. Aber es versucht zu überspielen. Sobald es knackt, ich meine, Lyriel hat sowas zwar schon mal mitbekommen, also halt nicht bei Flügeln, sondern bei einem schlecht geschienten Bein oder so. Wird aber wahrscheinlich reflexartig so nach dem ersten, was so in der Nähe ist, greifen, was wahrscheinlich irgendwie Daniels Wade ist oder so. Und dann, ich bin die Heilerin, ich muss. Und wird sich dann halt um den Flügel kümmern, entsprechend, dass das wieder gerade zusammen ist, da, wo die Muskeln und Sehnen irgendwie auch nicht so ganz richtig sich wieder getroffen haben, geht sie halt dann mit diesem fies aussehenden Messer dran, streicht die Federn entsprechend weg, dass sie gut rankommt, und ja, trennt im Grunde alles auf, was nicht gut wieder ist, und wird dann aber halt auch ihre Kräfte so ein bisschen einsetzen, dass gerade die Muskeln und Sehnen direkt wieder so, wie sie dann hingehören. Also drückt da so ein bisschen, tut und macht, dass das wieder dahin kommt, wo es hingehört, und schickt dann sofort so ein bisschen von ihrer Kraft hin, dass die Zellen sich regenerieren, wieder zusammenwachsen. Und bei dem Bruch kann sie halt nicht viel anderes tun, als erstmal noch Maschinen und so ein Beinwellumschlag drauf, und dass der dann halt wieder gerade zusammenwächst. Und die göttlichen Wunder der Raphaeliten könnt ihr aus nächster Nähe sehen, wie die offene Wunde wirklich, wie das Fleisch sich sichtbar wieder so zusammenfügt. Das sieht ein bisschen eklig aus, vielleicht, wenn man drauf guckt. Also so wirklich sichtbar sich diese Tinte aus den Fingern wieder, dieser golden helle Schimmer wieder über Lyriel legt und auch über die Wunde drüber, und dann die Muskeln sich erst aufbäumen von sich aus wie ein totes Gewebe, als ob es ein Eigenleben hätte, und dann sich zusammenfügt und zusammenwächst in Zeitraffer quasi. Und es gibt laute, eklige, schmatzende Geräusche dabei. Yay. Ja, und wenn sie dann irgendwann fertig ist, also ich meine, sie wird halt auf ihre Umgebung gar nicht mehr achten, die Zeit wird auch vergehen wie sonst was, und wenn sie dann halt fertig ist, wird sie sich die Stirn wischen und dann die Hände an einem Tuch abweiben, und so sollte es deinem Flügel bald wieder gut gehen. Besser als vorher, hoffe ich. Dann siehst du jetzt tatsächlich, wie Citariel die Augen öffnet. Also ihr Körper sich jetzt gerade wieder quasi drin. Und danke. Dann so mal vorsichtig einen Versuch unternimmt, sich irgendwie aufzurichten und hinzusetzen. Sei vorsichtig, die Schiene muss halten. Ich konnte sie nicht so gut drum wickeln. Ihr lässt den Flügel so hängen, so. Die Beryl ist nach dem Knacken rausgegangen, die Höhle verlassen. Sie scheint sich das Blut nicht mit angucken zu können. Es ist sogar durch die göttliche Kraft der Raphaelitin ist das Blut sogar, was vorher irgendwie durch den Schnitt halt rausgetreten war, wirklich wieder zurückgelaufen. So wie in umgedrehtem, ne, wenn man den Film zurückspult quasi. Immer wieder erstaunlich, für was für Kräfte Raphaeliten machen können. Instinktiv geht Daniel vielleicht sogar so ein paar Bilder durch den Kopf, wo er diesen neuen Raphaelitsorden mal gesehen hat im Schlachtfeld, wo Raphaeliten waren, die mit Berührung töten konnten.
Ja. Indem sie halt die Körperfunktionen des Gegners einfach ins Negative umgedreht haben. Wenn Lyriel das gedanklich mitbekommt, wird sie sich schütteln, aber tatsächlich, weil, oh nein, das war ja schon immer unheimlich. Ja, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Und sobald du halt auch sitzen kannst und irgendwie einen Arm frei hast und dich nicht mehr damit aufstützt, weil, naja, auch wenn du dich aufstützt, Lyriel ist sofort mit einer Tasse Tee bei dir und pustet einmal drüber und hält dir die dann so hin, dass du trinken kannst. Liebe Ariel, du kannst wieder reinkommen. Steck dann zuerst den Kopf in die Höhle und komm dann auch reingetapst. Ich habe vorhin auch schon mal erkundet, es ist nichts zu sehen. Keine Traumsaat oder so. Das ist gut. Gibt's wohl ein paar Fledermäuse oder sowas, solche so kleine Tiere hast du auf jeden Fall gesehen, aber sonst nichts. Bedrohliches zumindest. Außer das komische glitzernde Zeug im Wasser, aber naja. Da muss ich später noch hin. Aber Zitariel? Ich habe nachgedacht. Ich würde jetzt ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Schieß los. Du hast gefragt, wir sollen uns Gedanken darum machen, wie das mit der Schar weitergehen soll. Und ich muss sagen, dass das eine harte Prüfung für uns war. Ich muss sagen, diese Prüfung haben wir sehr gut überstanden. Wir haben eine wirklich, wirklich schwierige Situation so gut gemeistert, wie wir konnten. Warum, Liberiel? Wir haben das gemacht, was wir konnten. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Wir sind alle noch da. Wir haben die Traumsaat, Daniel und ich haben die Traumsaat zu zweit besiegt. Ihr habt euch umeinander gekümmert. Ich könnte mir nichts Besseres von einer Schar vorstellen, als dass sie sich umeinander kümmert. Und das haben wir getan. Das haben wir auch. Doch, Liberiel, auch du. Du hast den Willen gezeigt, sogar mit gebrochenen Gliedern versucht, Zitariel auszugraben. Du hast dir vorhin... letzte Nacht hast du dir... als du wieder da warst, als du geweint hast. Das war auch gut. Du warst bei uns. Ich finde, dass wir das alle sehr gut gemacht haben, dass wir jetzt so nah zusammengeschweißt sind, wie ich es noch gar nicht vorher kannte. Ich weiß, dass ich mich auf euch alle verlassen kann. Das sind meine Gedanken dazu. Dann danke ich dir dafür. Ich guck mal in die Runde, ob wer das Bedürfnis hat, als nächstes zu sprechen. Ich kann Inariel da nur voll und ganz zustimmen. Und nippe einfach nur an meinem Tee, um zu sagen, dass... für mich damit alles gesagt ist. Inariel hat recht. Wir sind zwar nicht alle Kämpfer, aber wenn es darauf ankommt, hat diese Situation noch gezeigt, dass wir uns darauf verlassen können, dass jeder seine Gebiet beherrscht und einbringt. Lyriel hat Zitariel und Inariel wieder zusammengeflickt. Inariel hat mir im Kampf Rückendeckung gegeben. Und du, Liberiel, bist dafür da,
einen Überblick zu bewahren, Strategien dir zu erdenken und uns mitzuteilen und das Wissen, was ihr wie kein Zweiter habt, zu bewahren und für uns bereitzustellen. Schwieriges Wort. Und es war ja auch so, dass du das Problem hattest und wir mussten uns halt um dich kümmern. Und so kann das mit jedem von uns passieren, Liberiel. Jeder von uns kann der sein, der verwundet ist und nichts mehr tun kann. Du hast gesehen, wir vier kümmern uns um dich. Und heute haben wir vier uns um Citariel gekümmert. Citariel dreht sich dann zu Liberiel um und schaut sie an. Sie steht mit hängenden Flügeln, zusammengepressten Lippen und verschränkten Armen im Höhleneingang, als sie ja gerade hereingekommen war. Von was man durch die Gedankenverbindung spürt, ist, dass sie das überhaupt nicht annehmen kann. Sie macht sich riesige Vorwürfe und glaubt, dass das alles ihre Schuld ist. Und sie schüttelt auch immer nur, während ihr redet, immer wieder nur den Kopf. Sagt aber sonst kein Wort. Ein paar Tränchen in den Augen, aber sie weint jetzt nicht wieder los. Und was sind deine Gedanken dazu, Liberiel? Ihr müsst nach Prag. Ihr müsst zum Himmel der Rameliten. Ihr braucht jemand anderen. Ihr braucht nicht mich hierbei. Ihr arbeitet wunderbar zusammen. Ihr könnt euch unterstützen und kämpfen und euch zusammen organisieren. Ihr braucht mich nicht dabei. Ich bin völlig falsch auf dieser Mission. Du bist eine wunderbare Anführerin, Citariel. Du hast Mut und du stehst für deine Schar ein. Du bist beschützend und fürsorglich. Über alles hinaus, aber wenn du so jemanden wie mich dabei hast, dann bringt dich das in Gefahr und du kannst nicht so führen, wie du führen musst, weil du immer auf jemanden wie mich aufpassen musst. Ich bin nicht für so lange Strecken zum Fliegen und ein völlig wildes Land, da taug ich nichts. Ihr braucht jemanden, der einem anderen Pfad folgt. Und wer sollte das sein? Ihr braucht jemanden, der dem Pfad Gabriels folgt. Den habe ich schon. Nicht so, der das Wissen dafür hat. Ich habe von dem Wissen kaum etwas. Ich habe den Pfad Sariels studiert. Sariel steht für Musik und Diplomatie, für Künste. Ihr braucht mich da oben nicht. Ihr braucht jemanden für Taktik, für Medizin und Architektur, der das besser, keine Ahnung. Taktik, ich deute auf Lyriel. Medizin, deute auf dich, Architektur. Das ist aber nicht mein Kerngebiet. Ja, aber dein Kerngebiet ist doch Musik. Und was hattest du noch gesagt? Verständigung, Diplomatie, ja. Verbündung, Bünde schließen. Genau das ist es doch, was wir tun sollen. Wir sollen Bünde schließen zwischen den Menschen, die dort leben, wo wir hinwollen. Wir sollen ja, Bünde schließen zwischen uns und ihnen und zwischen ihnen und der angelitischen Kirche. Was sollte uns da jemand nützen, der den Pfad Gabriels studiert hat, wenn wir dann niemanden haben, der uns sagt, wie wir uns die Menschen zu Freunden machen können? Außerdem ist doch alles Unsinn. Schau doch mal.
Was haben wir denn vorher gemacht auf unserer Reise? Inariel und ich haben ein bisschen im Wasser gespielt, wären fast gefressen worden. Da hätte auch schon einiges enden können. Wir hatten einfach nur Glück, dass Citariel geistesgegenwärtig genug war, den Schatten zu sehen. Ja, und dann, naja gut, in dem Dorf und der Höhle, ist, ja gut. Und dann, das kann aber doch jedem passieren, dass du hast etwas gesehen, warst nicht ganz aufmerksam und dann kam die Traumsaat. Da kannst du ja nichts dafür, dass Traumsaat auf uns zufliegt. Und selbst wenn, wir sind doch dafür da, um einander zu helfen. Und du hast doch erst dafür gesorgt, dass wir so gut als Team zusammengearbeitet haben. Vielleicht war es nicht so, wie du dir gewünscht hättest. Das glaube ich dir. Ich habe auch schon mal Fehler gemacht. Und das ist auch alles anders gelaufen, als ich mir das gewünscht hätte. Aber das Ergebnis, es ist doch, was zählt. Und wir sind alle noch da und beieinander und können uns immer noch weiterhelfen. Und erst dadurch sind wir doch jetzt so zusammengeschweißt worden. Das hat ihn Ariel doch eben auch schon gesagt. Da hat er doch recht. Und du hast deinen Teil dazu beigetragen. Und auch wenn er nicht so ist, wie du ihn gerne gehabt hättest, so war er doch eigentlich das Wichtigste daran. Dass ich uns fast umbringe, ist ein wertvoller Beitrag? Ja, nur fast. Dafür bin ich doch da. Es hat doch alles geklappt. Meiner Flugunfähigkeit ertränke ich uns, wenn wir über das Meer fliegen. Ach, da fällt uns schon was ein. Ich habe mit meiner vorigen Schar, wir haben schon mal jemanden transportiert in einem Laken. Dann, es wird ja ein langer Flug, aber dann kann sich vielleicht immer jemand ausruhen. Vielleicht nicht immer nur du. Und das nehmen wir einfach mit und dann können die anderen, weißt du, wir können uns gegenseitig tragen. Dazu ist die Schar doch da. Ich gehe mal einen Schritt auf Liberia zu. Möchtest du uns denn verlassen? Bevor du diese Frage beantwortest, möchte ich, dass du über zwei Dinge nachdenkst. Du hast gestern einen Kampf gewonnen. Einen Kampf, den die wenigsten, die hier sind, nachvollziehen können. Ich dafür umso besser. Das bedeutet, du bist gewachsen. Über dich hinausgewachsen. Vielleicht war es nur ein kleiner Schritt, aber es war ein bedeutender Schritt. Wenn du jetzt gehst, wirst du diesen Fortschritt wieder verlieren. Wenn du gehen möchtest, werden wir dich am Himmel der Gabrieliten abliefern. Ich werde ein Schreiben ausstellen, dass du ungeeignet bist für Außenmissionen und dass man dir bitte einen Platz in einer Bibliothek, am besten in einem Himmel, zuteilen soll. Du wirst das ruhige, gesittete Leben führen können, hier auf Erden, wie du es dir wünschst. Aber ist das dein Weg? Ist es das, weswegen du hier bist? Gestern gab es ein Problem. Und du bist schlau genug, herauszufinden, was dieses Problem war. Die Frage ist, ist die Lösung, dass wir davor weglaufen oder dass wir es angehen? Das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Ich kann und werde dich nicht mitschleifen, wenn du nicht bereit bist, diesen Weg zu gehen. Aber da du die Hüterin von Wissen bist, würde ich dir gerne Nein. Diese Entscheidung musst du selber treffen.
Man kann aus seinen Fehlern lernen. Man muss aus seinen Fehlern lernen. Denn wenn man es nicht tut, dann ist man nicht in der Lage, seine Aufgabe zu erfüllen. Und Zitariel setzt sich sehr aufrecht hin und man merkt erst plötzlich wieder diese Distanz. Wir müssen sowieso noch mindestens einen Tag hier bleiben, vielleicht sogar eher zwei. Bis zum Abflug werden wir wissen, ob Liberiele uns weiterhin begleitet oder nicht. Bis dahin sollten wir die Zeit nutzen, einen sicheren Weg über den Pass auszukundschaften und unsere Kräfte zu sammeln. Ich bedanke mich für das Vertrauen, das ihr in mich setzt. Ich werde versuchen, euch nicht zu enttäuschen. Ich stehe noch so ein bisschen vor Beriel und ich aber sehe, dass sie noch mit sich ringt und keine Antwort fassen kann, gehe ich auch wieder ein paar Schritte zurück. Ich lasse ihr den Raum. Ja, die Augen von ihr, die wandern hin und her, bleiben kurz auf dem Gesicht von jedem liegen, am längsten auf dem Gesicht von Zitariel und von Daniel. Den starrt sie sogar für einen Augenblick fast an. Eine Entscheidung, ha? Huh? Dabei starrt sie immer noch Daniel an. Gebt mir einen Augenblick, bitte. Gut. Ist noch was von dem Hasen übrig? Ein bisschen, ja. Langsam habe ich echt Hunger. Ich das ist gut. Da wäre so ein Loch in meinem Magen. Nein, das habe ich geflickt. Aber ein Loch in meinem Magen? Was habe ich eigentlich alles verpasst? Kann ich alle auf den neuesten Stand bringen? Lyriel grinst dich etwas schelmisch an. Wer weiß. Ja, Liberiel setzt sich an den Rand, holt ihr Buch heraus, ihr Zeichenbuch mit den losen Blättern, zieht eine unbenutzte Seite hervor, den Kohlestift aus einer kleinen Tasche und scheint ein bisschen in sich zu versinken, aber eher in ihrem Selbst als in der Kathedrale der Gedanken. Und ihr Blick wandert immer wieder hoch und zu euch. Man sieht, dass sie mit sich ringt. Und nebenbei anfangen zu zeichnen. Ich lasse zu, dass Lyriel und Inariel mich betütteln. Ja, Inariel, ich gehe tatsächlich mal in Richtung zu dem unterirdischen See. Nimm Daniel mit. Ah, na gut. Daniel, komm mal mit, bitte. Was hat das eigentlich mit Daniel gemacht, dass er so angestarrt wurde gerade? Irgendwie scheint ja diese Entscheidungsfindung an dir zu hängen, warum auch immer. Ja, Daniel kann sich da nicht so recht einen Reim drauf machen. Eventuell liegt es halt für ihn, könnte er sich halt erklären, wir haben ja alle in Roma Aeterna Aufgaben gehabt. Die haben wir waren gemeinsam in der Bibliothek. Das heißt, wir haben halt
quasi ein bisschen mehr Zeit miteinander verbracht als die anderen. Das ist jetzt gerade so seine Erklärung, die ist komplett an den Haaren herbeigezogen, aber... Woher soll er das auch wissen, ne? Ja. Dafür sind die Rameliten ja da. Für das Wissen, ja. Ja. Ja, ich denke, wenn Inariel, Daniel zum Gebirgssee rübergehen, Lyriel sich um Citariel kümmert und Liberie ihrer Zeichnung nachgeht, verlassen wir die Schafe heute. In dieser kleinen Höhle in den Alpen. Und schauen beim nächsten Mal dann wie es weitergeht und wie sich Liberien entscheidet. Für die Schar, gegen die Schar. Und vielen, vielen Dank für das tolle Spiel heute. Sehr emotional. Ja. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, hab die mit dieser einen Szene dann nicht irgendwie übergegriffen mit dem Traumding, aber ich habe ja gefragt, ob ich darf. Alles gut. Gut. Heute waren die Karten mit den Leuten. Ich glaube, wir hatten keine einzige umgedrehte Bedeutung. Ja. Letztes Mal hatten wir nur umgedrehte Bedeutung. Nein, stimmt nicht. Wir hatten, ich glaube, ein oder zwei Aufrechte. Ja, die Glückskarte, die mir den Hals gerettet hat. Ja. Ja. Ich bin echt auch ein bisschen fertig. Es waren einige krasse Szenen dabei. Vor allem, dass das Feder diese Karte da heimlich gezogen hat. Und die Feder kenne, hätte sie den Tod einfach voll durchgezogen. Ja. Je nachdem, und deswegen habe ich gedacht, so, wäre ich dann da verreckt und dann hättet ihr ja eine Folge ohne mich gespielt und dann wäre ich vielleicht irgendwann wieder eingestiegen. Boah, da hatte ich echt gedacht, nein. Aber deswegen wollte ich sie verdeckt ziehen, die Entscheidung treffen konnte, ohne dass das jetzt von anderen irgendwie korrumpiert vom Herrn der Fliegen wäre auch interessant gewesen. Ja. Das war eine echte Zitterpartie. Ja, vollkommen nachvollziehbar, aber mir ging auch ordentlich die Muffe. Lass mir nicht unter meinen Heilerhänden wegsterben. Gibt's nicht bei mir. I try. Not on my watch. Ja. Und ich mag euch alle knuddeln. Oh. Ja, könnt ihr ja noch machen. Also ihr seid ja noch ein bisschen unterwegs. Also. Aber das ist auch ein bisschen peinlich. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, ob die Klamotten von euch müssten eigentlich zwischendurch auch voll zerfetzt sein mit den ganzen Dings. Also wenn ihr das nächste Mal unter Menschen auftaucht, dann sieht das sowieso ziemlich eigenartig aus. Du Mensch, ja, wir sind die Engel des Herrn. Gib uns deine Kleidung. Ja. Das war alle unsere Nachthemden anziehen. Mhm. Ja, viel spaßig diese Runde. Also spaßig jetzt in einem merkwürdigen, ja, emotionalen Ding, aber ja. Ja, wir wussten ja, dass das heute intensiv wird mit den ganzen, mit der Titel passt auch richtig zur Folge, glaube ich. Und Ja. Also mein Highlight war wirklich dieser Kampf zwischen Daniel und Liberiel in dem in die Klappe. Das fand ich sehr, sehr toll. Und genau, weil gerade da ja der Erfolg Liberiels heute drin vorkam. Den leider sonst keiner mitgekriegt hat. Ich hab echt erst gedacht, sowas, was tut Quali hier? Hat er das irgendwie falsch verstanden mit der Klappe? Aber ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich es falsch verstanden habe. Ich hoffe nicht. Nee, du hast es, glaube ich, richtig verstanden. Ich hatte nur gedacht, dass tatsächlich er das verteidigt und dabei ging es ja darum, sie zu öffnen. Aber es war ja dann alles, war ja auch alles richtig verstanden. Ja, okay. War nur erst total verwirrt, so was da jetzt gerade passiert. Ich war zwischendurch auch verwirrt. Ich auch, aber war okay. Ich hab's verstanden. Ich hab's tatsächlich verstanden, aber nur, weil ich mich in letzter Zeit sehr, sehr ausgiebig mit solchen Themen beschäftigt habe. Aus Gründen. Ja. Ich fand, es brauchte einfach noch, es brauchte eine Überwindung, um diese Klappe wieder aufzumachen. Mhm. Das war, glaube ich, das Hindernis war, glaube ich, ganz cool. Oh, und was gibt es Schlimmeres, als den Tod zu überwinden? Ja. Das stimmt.
Ja, der Downey schreibt auch schon, irgendwie wüsste er nicht, dass das hier Spiel ist, hätte er gesagt, das ist echt. Ja, natürlich, sind alles Engel hier. Meine Flügel habe ich nur gerade hinter meinem Rücken versteckt. Ja. Ja, und Chibi. Das ist eine Sache der Perspektive. Ja. Und Tava schreibt Green auch, Green, dass sie unser Rollenspiel liebt. Ja, danke. Raum für genau solche emotionalen Geschichten zu nehmen, finde ich wunderbar. Ja, wir auch, sonst würden wir es ja nicht machen. Hm. Ja. Wir werden in Folge 50 in Prag ankommen. Dann beginnt das Prag Abenteuer. Ankommen. In Prag vor allem. Ja. Irgendwo in meinem Himmel. Ja. Das davor habe ich nicht mitbekommen. Ja, es sind gar nicht so viele Folgen vorher, Downey. Also da kannst du noch gut nachgucken. Wir sind ja erst in Folge 5. Davor gab es 5 Preludes. Die kannst du dir auch noch angucken. Dann weißt du auch ein bisschen mehr über die Welt und wie die Charaktere ausgebildet wurden. Lohnt sich, glaube ich. Ja, ja gut. Wir spielen dann, wenn alles klappt, in 2 Wochen weiter. Ich guck gerade mal, ob das stimmt. Ja, 5. September steht da. Genau, steht auch bei mir. Im September sind wir ja noch, ne? Ja, genau. Am 5. Mhm. September, wenn alles glatt läuft, dann erleben wir dann eine neue Folge von Unter dem Schatten deiner Flügel. Und die ist kein Plot am Donnerstag da war. Klar, es war da ganz viel Plot heute. Charakterentwicklung. Charakterentwicklungsplot. Gruppenentwicklung. Ja. Und Gruppenentwicklung, ja. Das können wir groß schreiben, glaube ich. Therapie. Therapie. Ja. Wir brauchen alle eine Therapie. Ja. Das sowieso. Okay, ja. Und ja, danke dafür, dass ihr hier so toll im Chat unterwegs wart. Tava, Daune, Nippeltitsch. Und wir waren bestimmt auch noch andere da. Oder? Chibi-Tava war da. Genau, Kuga Daune war noch da. Ja. Genau. Richtig toll. Wenn ihr es später schaut auf YouTube, hinterlasst uns doch einen Comment unter dem Video und dann, wenn ihr dann eh schon mal da unten seid, dann könnt ihr auch gleich einen Daumen nach oben oder nach unten geben, je nachdem, ob ihr es gut oder schlecht fandet. Wenn ihr es schlecht fandet, schreibt uns da drunter, warum und was wir besser machen können. Dann schauen wir mal, ob uns das bereichert und ob wir das umsetzen können. Und ja. Wenn ihr mehr wollt von einem Pen-and-Paper-Rollenspiel, dann schaut mal auf dem Nerdpol. Es läuft die ganze Zeit über Yamera die Adresse durch und auch hier im Twitch-Chat wurden die Links ein paar Mal gepostet von meinem kleinen Helferlein. Und ja, einfach mal draufgehen, da gibt es jeden Tag mehrere Rollenspiel-Streams zu erleben und zu gucken. Ganz viele tolle Geschichten, die ihr bestimmt noch nicht kennt und kennenlernen wollt. Ja, zum Beispiel gibt es den D-Rex wo zu sehen das nächste Mal? Am Montag wieder bei Feder mit dem Finale, Fragezeichen, von Biohazard. Dem Finale, korrekt, der dritte Akt. Es ist ein One-Shot in 3 Akten, nicht in 4. Wir spielen das Finale im 3. Akt. Und wenn es 10 Stunden dauert. Ja. Und dann nochmal am Donnerstag bei Kakko im 3. Teil von der 7. See. Oh, ja. Mantel und Degen. Ja. Wo gibt's Federn das nächste Mal zu sehen? Dann wahrscheinlich am Montag, nicht wahr? Ja, mit dem großen Finale und dem großen Twist dieser ganzen Geschichte. Es gibt sehr viele Hints über die ersten beiden Teile verteilt. Aber ich glaube, niemand hat sie bisher zusammengepuzzelt. Das heißt, ich freue mich sehr auf den 3. Teil. Unglaublich. Und ansonsten wird wahrscheinlich, lass mich gucken, nächste Woche irgendwann nochmal eventuell ein One-Shot hochgeladen. Wahrscheinlich als YouTube-Premiere, je nachdem, wie wir mit dem Spielen kommen. Und wie meine Aufnahmegeräte funktionieren. Das letzte Mal war die Qualität ja so lala. Schauen wir dann mal. Lassen wir uns überraschen. Genau. Ja, Hotney und Yamera hängen ja immer ganz oft zusammen irgendwo rum in Streams oder diesmal getrennt. Oder wie ist das bei euch? Wo sieht man euch das nächste Mal? Ich merke gerade, das nächste Mal on air sieht man uns bei Engel. Oh. Dazwischen das ist ja tragisch. Zwar,
Zwischen sind zwar 4 Off-Air-Runden, aber davon wird man erstmal nichts mitbekommen. Tja, das ist traurig. Ja. Mhm. Vielleicht veröffentlicht ihr irgendwann mal in Blogform irgendwie so die Mitschriften, die ihr bestimmt habt. Naja, also von 2 dieser Off-Air-Runden, die werden später auf den Kanal vom Inklink hochgeladen. Da spielen wir nämlich Wechselbalg bei ihm in der Edinburgh Chronicles mit. In dem 3. Kapitel sind wir jetzt dabei, aber das wird ja immer off-air gespielt. Dann nimmt er sich da sehr viel Zeit und Mühe, um da Musik und runterzuschneiden und überhaupt zu schneiden. Genau. Ja. Aber wann das auf seinem Kanal dann kommt, das weiß ich nicht. Cool, cool. Ja, und Lokis Vibe immer noch exklusiv Koala-Baum-Bewohnerin? Natürlich. Ich reihe mich da aber dann bei Hopney und Yamira ein und weine leise, weil man mich ja auch erst wieder bei Engel sieht. Ja, ansonsten. Ich habe gerade gesagt, das wäre traurig. Ja, ist es auch. Ja, irgendwie schön. Ja, dann. Ja. Allerdings auch irgendwie schön. Ja, gut. Dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank fürs Mitspielen. Und danke fürs Leiten. Ja. Ja. Mhm. Wir sehen uns dann in hoffentlich 2 Wochen frisch wieder in der Höhle auf den Alpen. Und bis dahin wünsche ich euch da draußen eine schöne, guten Tag, gute Nacht, guten Morgen, wann immer ihr das guckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye. Tschüss.